Funktioniert jetzt alles? Hoffentlich. Hallo. Ah ja, okay, es scheint live zu sein. Ich glaube, das seht ihr jetzt. Jetzt schreiben Leute rein, hallo. Ah ja, okay, scheint zu funktionieren, sehr gut. Hallo an alle, die schon da sind. Es geht ja schnell, jetzt sind schon viele Leute da. Der gewartet, seid ihr gerade am Einschlafen. Ich hoffe, euch geht's gut. Bis wieder zurück. Ja, ich bin auch wieder zurück. Ja genau, es geht weiter. Hallo. Ja, da sind sogar viele Leute, die ich sogar noch kenne. Hallo an alle alten und neuen Zuhörer, Zuhörerinnen. Bin mal gespannt, ob jetzt alles funktioniert, weil ich jetzt ein bisschen anderes Setup habe. Ihr müsst mir jetzt am besten sagen, ob es zu laut ist oder zu leise oder sonst was mit dem Mikrofon. Ob das funktioniert und so, weil das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so benutze. Ist das ein anderes? Erstes Live, ja. War jetzt schon so ein Monat oder so nicht mehr am Streamen, weil ich zu viel um die Ohren hatte. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit. Klingt super. Klingt hallig. Sound nur auf dem linken Ohr. Okay, warte mal, ich mache mal das an. Jetzt ist hoffentlich besser auf beiden Ohren. Klingt hallig oder klingt zu hallig oder sehr hallig? Muss mir sagen. Ich hoffe mal, es geht. Es rauscht. Ja, wie gesagt, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Experimentieren. Schlechter, okay, jetzt ist hoffentlich wieder besser. Jetzt habe ich es gerade ausgemacht. So wie gerade eben. Okay. Ich habe es wieder ausgemacht, was ich gerade angehabt habe. Ich weiß jetzt nicht, warum das nur auf einem Ohr kommt. Kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, aber es ist auch der erste Livestream mit diesem Mikrofon. Jetzt ist wieder super. Ja, okay, dann keine Ahnung, woran das liegt. Ich hoffe, das klappt mit beiden Ohren dann, weil ich wüsste nicht, wie es sonst funktionieren würde. Natürlich kann ich dich grüßen, Tola S. Ich kann auch alle anderen grüßen, die gerade da sind und auch schon da waren. Miriam, Justay, Hyperhective, Marie, Moin, Veronika, Luise, Tatjana, Franka, Mephisto, Mirko, Jana, Sandgeist, Julius, Trulla, Daniela, Ruhe bitte, Pia, Miss Freckles. Okay. Ich freue mich auch. Wie gesagt, ich hatte jetzt sehr viel um die Ohren so. Habe einfach keine Zeit gehabt. Hätte vielleicht noch ein Video raushauen können, aber ich hatte Klausuren und alles und das war einfach sehr, sehr viel. Muss euch jetzt nicht hier die Ohren voll heulen, aber war einfach sehr viel Stress. Aber jetzt habe ich Zeit und jetzt habe ich auch wieder Lust, hier weiterzumachen. Gut, ich gucke jetzt noch ein, zwei Minuten, dass alles funktioniert, aber dann würde ich auch einfach anfangen mit Lesen, damit es hier nicht ein Laber-Stream wird, sondern ein Lesestream. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Zuerst mal in die Kamera des Schreckens gucken. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Immer noch Jonas. Ach stimmt, da war ja was. Sorry. Ja, freue mich auch, dass es weitergeht. Okay, wie gesagt, ich habe den Chat so halb im Blick, aber wie immer werde ich jetzt nicht alle zwei Minuten mit euch reden, sondern halt lesen, damit das nicht von der Story ablenkt, quasi. Aber ja, falls irgendwie das Mikro zu leise ist oder irgendwas, dann einmal Bescheid sagen. Aus
Klausurenphase, schlimmste, ja, gehört dazu, ne? Es muss halt, ne? Kommen jetzt regelmäßig wieder Videos, ja. Wie gesagt, Video. So einmal die Woche, zweimal die Woche Livestream und Videos, je nachdem, wie es halt läuft. Ist wieder so geplant, ja. So wie es halt eigentlich immer geklappt hat, so die letzten Monate bis auf jetzt die Pause. Hast du die Fanfiction mal durchgelesen? Nee, ich habe tatsächlich gar nichts gelesen. Ich habe nicht mal selber so irgendwas gelesen, weil ich keine Zeit hatte. Ich musste für die Uni viel lesen und dann hatte ich keinen Bock mehr abends. Slow Chat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das einstellt. Ich kann mal gucken, aber. Okay. Es scheint zu funktionieren. Also was, falls irgendwas ist, einfach Bescheid sagen. Ich sehe da ab und zu mal in den Chat rein. Aber antworte jetzt nicht immer die ganze Zeit. Je nachdem, wie lang das Kapitel ist, mache ich vielleicht mal eine kleine Pause. Ah ja, ich kann ja gerade mal noch gucken, wie weit oder wie groß die Kapitel sind. Wir sind gerade bei Kapitel 6. Okay. Ja, wir können mal schauen. Vielleicht machen wir hier eine Pause. Ich weiß nicht, wie lang das Kapitel wird. Es freut mich, dass ihr gefällt. Es wird genau in einer Minute anfangen. Ich muss nur, wie gesagt, ich habe ein neues Setup, ein bisschen anders alles. Hoffentlich ein bisschen besser, aber bis es richtig funktioniert, muss ich erstmal ein bisschen ausprobieren. Ja, mir geht's ganz gut. Heute war viel draußen, dann war ich noch Sport machen und hab was Leckeres gegessen und jetzt machen wir einen Livestream. Nee, ich habe nie aufgehört. Ich habe nur eine Pause. War ein Fehler mit den Kopfhörern? Okay, gut. Ich weiß also nicht genau, also es sollte eigentlich funktionieren so. Falls es nicht funktioniert, sag's einfach Bescheid. Noch 300, dann sind die 20k voll. Ja, kann sein. Ich habe jetzt gar nicht so genau geguckt die letzte Zeit. Aber ja, langsam, aber sicher. Das mache ich so für Sport. Ich war im Fitnessstudio. Ich habe früher andere Sachen gemacht. Ein bisschen Fußball, ein bisschen Muay Thai, aber jetzt gerade nur Fitnessstudio. Okay, dann können wir in der Pause noch mal ein bisschen quatschen, aber jetzt können wir erstmal ein bisschen lesen, sonst schläft die Hälfte schon ein hier bei dem Gelaber. Also, ich habe jetzt schon echt lange nicht mehr gelesen, deswegen wird es vielleicht am Anfang ein bisschen holprig. Ich hoffe mal nicht, aber ich bitte um euer Verständnis. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen hoch. Kann ich das besser lesen? Das ein bisschen runter. Okay, also sollte funktionieren von der Qualität und so hoffentlich. Wir fangen einfach mal an. Wenn irgendwas ist, Bescheid sagen. Er sagt mir gerade niedrige Bitrate. Ich kann mal versuchen, ob das, ob ich das noch einstellen kann. Was hat man, was sagt er mir hier? Ich habe mal die Bitrate hochgemacht. Jetzt sollte es ein bisschen besser werden von der Qualität. Aber naja, YouTube meckert eigentlich immer rum, jedes Mal. Deswegen hoffe ich einfach, es funktioniert jetzt mal. Ja, wie gesagt, ich habe ja das neue Mikrofon und das ist jetzt ein bisschen besser, aber auch ein bisschen komplizierter. Und bis es alles so richtig funktioniert, muss ich erstmal ausprobieren. Wird nur besser, hoffentlich. Aber ja, muss man erstmal so einarbeiten. Also wie gesagt, ich weiß, mit Kopfhörern kann sein, dass es diesmal nicht richtig funktioniert. Das muss ich erstmal richtig ausprobieren. Weil ich habe ja noch nicht so Ahnung von dem Ganzen. Es tut mir leid, wenn ihr gerne mit Kopfhörern hört. Es ist natürlich echt nervig, wenn das nur auf einem Ohr kommt.
Kann ich jetzt aber gerade nichts machen, ehrlich gesagt. Hat viele Aufrufe, ja. Ja, kann sein, ja. Hat schon einige. Guck jetzt nicht jeden Tag. Aber letztes Mal, als ich mal reingeguckt habe, hat es schon einige gehabt, ja. Etwas lauter. Okay, ich mache mal ein bisschen lauter. Ihr sagt, wenn es zu laut ist. Also bei mir piekt das hier noch nicht, deswegen mache ich es ein bisschen lauter. Nicht erschrecken. Ich hoffe, mein Internet ist stabil. Ich hoffe, sonst funktioniert auch alles. Und wenn ich keine Einwände höre, dann fange ich jetzt mal an. Sonst kommen wir heute nicht mehr zum Lesen. Ihr könnt gerne noch den Stream liken. Dann wird er wieder mehr Leuten angezeigt. Okay. Teeblätter und Krallen. Als Harry, Ron und Hermine am nächsten Morgen zum Frühstück in die große Halle kamen, fiel ihnen zuallererst Draco Malfoy auf, der eine große Schar Slytherins mit einer offenbar sehr komischen Geschichte unterhielt. Während sie vorbeigingen, gab Malfoy eine drollige Vorstellung von einem Ohnmachtsanfall zum Besten und heimste dafür johlendes Gelächter ein. »Achte nicht auf ihn«, sagte Hermine, die dicht hinter Harry ging. »Ignorieren einfach, er ist es nicht wert.« »Hey, Potter«, kreischte Pansy Parkinson, eine Slytherin-Mädchen mit einem Gesicht wie ein Mops. »Potter, die Dementoren kommen, Potter. Harry ließ sich auf einem Stuhl am Tisch der Gryffindors fallen, neben George Weasley. »Die neuen Stundenpläne für die Drittklässler«, sagte George und reichte die Blätter weiter. »Was ist los mit dir, Harry?« »Malfoy«, sagte Ron, der sich ebenfalls zu George gesetzt hatte und zornig zum Tisch der Slytherins hinüberstarrte. George blickte gerade noch rechtzeitig auf, um zu sehen, wie Malfoy schon wieder so tat, als würde er vor Schreck in Ohnmacht fallen. »Dieses kleine Großmaul«, sagte er gelassen. »Gestern Abend, als die Dementoren in unserem Wagen waren, war er nicht so dreist. Kam in unser Abteil gerannt, weißt du noch, Fred?« »Hat sich was nass gemacht«, sagte Fred mit einem verächtlichen Blick zu Malfoy hinüber. »Mir war auch nicht besonders wohl«, sagte George. »Richtige Ungeheuer, diese Dementoren.« »Lassen dir die Eingeweide gefrieren«, sagte Fred. »Immerhin seid ihr nicht ohnmächtig geworden, oder?« sagte Harry mit matter Stimme. »Vergiss es, Harry«, sagte George aufmunternd. »Fred, weißt du noch, wie Detmar nach Azkaban musste? Und er meinte, das sei der schlimmste Ort, an dem er je gewesen sei. Er kam ganz schwach und zittrig zurück. Diese Dementoren saugen das Glück ab, wo sie auch sind. Die meisten Gefangenen dort werden verrückt.« »Wollen wir mal sehen, wie gut gelaunt Malfoy nach unserem ersten Quidditch-Spiel noch aus der Wäsche guckt«, sagte Fred. »Gryffindor gegen Slytherin, das erste Spiel der Saison, so war es doch?« Das einzige Mal, dass Harry und Malfoy sich in einem Quidditch-Spiel gegenübergestanden hatten, hatte Malfoy eindeutig den Kürzeren gezogen. Harry, dem jetzt ein wenig besser zumute war, tat sich Würstchen und gegrillte Tomaten auf. Hermine war in ihren neuen Stundenplan vertieft. »Ach gut, wir fangen heute mit ein paar neuen Fächern an«, sagte sie glücklich. »Hermine«, sagte Ron, der ihr stirnrunzelnd über die Schulter sah, »da haben sie dir einen verkorksten Stundenplan gegeben. Schau mal, du hast ungefähr 10 Fächer am Tag. Dazu hast du überhaupt nicht die Zeit.« »Das schaffe ich schon. Ich habe alles mit Professor McGonagall abgesprochen.« »Aber hör mal«, sagte Ron lachend. »Was mit heute Morgen 9 Uhr Wahrsagen und darunter auch 9 Uhr Muggelkunde. Und sieh mal an!« Ron beugte sich mit ungläubiger Miene tiefer über den Stundenplan. »Darunter Arithmetik, auch um 9. Ich weiß ja, dass du so gut in der Schule bist, Hermine, aber niemand ist so gut. Wie willst du denn in 3 Klassenzimmern auf einmal sein?« »Stell dich nicht bescheuert an«, sagte Hermine barsch. »Natürlich bin ich nicht in 3 Klassenräumen auf einmal.« »Und wie? Gib mir mal die Marmelade«, sagte Hermine. »Aber, oh Ron, was kümmert es dich, wenn mein Stundenplan ein bisschen voll ist?« fauchte ihn Hermine an. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich alles mit Professor McGonagall geklärt habe.« In diesem Augenblick betrat Hagrid die große Halle. Er trug seinen langen Maulwurffellumhang und gedankenversunken ließ er einen toten Iltis von einer seiner Pranken baumeln. Auf dem Weg zum Lehrertisch hielt er bei den dreien inne.
Alles klar bei euch? Sagt er gut gelaunt. Er sitzt in meiner allerersten Stunde, gleich nach dem Mittagessen. Bin seit 5 auf dem Bein, um alles vorzubereiten. Hoffe, es gefällt euch. Ich und Lehrer. Nicht zu fassen. Er sah sie breit grinsend an und ging dann, munter mit dem Iltis wedelnd, weiter zum Lehrertisch. Was er wohl vorbereitet hat? Sagte Ron mit leichter Anspannung in der Stimme. Die Schüler brachen jetzt zur ersten Unterrichtsstunde auf und die Halle leerte sich zusehends. Ron warf einen Blick auf seinen Stundenplan. »Wir sollten gehen. Sieh mal, Wahrsagen ist oben auf dem Nordturm. Da hoch brauchen wir mindestens 10 Minuten.« Hastig beendeten sie ihr Frühstück, verabschiedeten sich von Fred und George und machten sich auf den Weg zum Ausgang. Als sie am Tisch der Slytherins vorbeigingen, tat Malfoy nochmal so, als würde er in Ohnmacht fallen. Johlendes Gelächter folgte Harry in die Eingangshalle. Der Weg durch das Schloss zum Nordturm war lang. 2 Jahre in Hogwarts hatten nicht gereicht, um alle Ecken und Enden des Schlosses kennenzulernen, und sie waren noch nie im Nordturm gewesen. »Es muss doch eine Abkürzung geben«, keuchte Ron, während sie die 7. lange Treppe emporstiegen. Oben gelangten sie auf einen unbekannten Flur, wo es nichts gab außer einem großen Gemälde an der steinernen Wand, das nichts als ein Stück Gras lang zeigte. »Ich glaube, hier geht's lang«, sagte Hermine und spähte in den leeren Gang zu ihrer Rechten. »Es kann nicht sein«, sagte Ron. »Das ist Süden. Sieh mal, vom Fenster aus sieht man den See.« Harry betrachtete das Gemälde. Ein fettes, scheckiges Pony war eben auf die Wiese gehoppelt und fing unbekümmert an zu grasen. Für Harry war es nichts Neues mehr, dass die Abgebildeten auf den Gemälden von Hogwarts ihre Bilderrahmen verließen und sich gegenseitig Besuch abstatteten. Doch er sah immer gerne zu. Einen Augenblick später kam ein untersetzter, vierschrötiger Ritter mit Rüstung in das Bild geklappert. Den Grasflecken auf seinen metallenen Knien nachzuschließen, war er soeben gestürzt. »Sieh an«, rief er, als Harry, Ron und Hermine erblickte. »Was sind das für Schurken, die in meine Ländereien eindringen? Gekommen, um euch über meinen Sturz lustig zu machen? Zieht eure Waffen, ihr Spitzbuben, ihr Hunde!« Verdutzt beobachteten sie, wie der kleine Ritter sein Schwert aus der Scheide zog und wild damit herumfuchtelte, wobei er zornig umherhopste. Doch das Schwert war zu lang für ihn. Ein besonders heftiger Schwung brachte ihn aus dem Gleichgewicht und er flog mit dem Gesicht ins Gras. »Haben Sie sich etwas getan?«, fragte Harry und trat näher an das Bild heran. »Zurück, gemeine Aufschneider! Zurück, du Strolch!« Wieder packte der Ritter sein Schwert, diesmal, um sich aufzurappeln, doch die Klinge sank tief in die Erde, und obwohl er mit aller Kraft zog, blieb sie stecken. Schließlich musste er sich wieder ins Gras sinken lassen und das Visier hochschieben, um sich das schweißnasse Gesicht zu wischen. »Hören Sie«, sagte Harry eilig, um die Erschöpfung des Ritters auszunutzen. »Wir suchen den Nordturm. Kennen Sie vielleicht den Weg?« »Eine Aufgabe!« Der Zorn des Ritters schien ihm nu wie weggeblasen. Klappernd rappelte er sich hoch und rief, »Kommt, folgt mir, werte Freunde, und wir werden unser Ziel finden oder aber tapfer kämpfend untergehen.« Noch einmal zog er im Schwert, doch ohne Erfolg. Schließlich versuchte er, das dicke Pony zu besteigen, was wiederum misslang. Dann rief er, »Zu Fuß, denn, werte Herren und edle Dame, auf, auf!« Und laut klappernd rannte er los in die linke Seite des Rahmens und verschwand. Sie liefen dem Klappern seiner Rüstung nach dem Korridor entlang. Hier und da erhaschten sie einen Blick auf ihn, wenn er durch ein Bild vor ihnen huschte. »Seid kühnen Herzens, das Schlimmste kommt noch«, rief der Hitter, und sie sahen ihn vor einer Gruppe aufgeschreckter Damen in Reifröcken erscheinen, deren Bild an der Wand einer schmalen Wendeltreppe hing. Laut keuchend stiegen Harry, Ron und Hermine durch die engen Windungen der Treppe nach oben, und endlich, als ihnen schon schwindelig war, hörten sie über sich Stimmengemurmel und wussten, dass sie das Klassenzimmer erreicht hatten. »Lebt wohl«, rief der Ritter und steckte seinen Kopf in ein Gemälde mit finster dreinblickenden Mönchen. »Lebt wohl, meine Mitstreiter. Braucht ihr jemals ein edles Herz und stählerne Nerven, dann ruft Sir Cadogan.« »Klar, machen wir«, murmelte Ron, und der Ritter verschwand. »Wenn wir je einen Narren brauchen.« Sie nahmen die letzten Stufen hinauf zu einem kleinen Treppenabsatz
wo die meisten anderen schon versammelt waren. Es gab keine Türen, doch Ron stieß Harry in die Rippen und deutete auf die Decke, wo eine runde Falltür mit einem Messingschild eingelassen war. »Sybil Trelawney, Lehrerin für Wahrsagen«, las Harry. »Wie sollen wir denn da hochkommen?« Wie zur Antwort auf diese Frage öffnete sich plötzlich die Falltür und eine silberne Leiter schwebte herunter bis vor Harrys Füße. Alle verstummten. »Nach dir«, sagte Ron grinsend, und Harry kletterte als erster die Leiter hoch. Er gelangte in das seltsamste Klassenzimmer, das er je gesehen hatte. Eigentlich sah es gar nicht aus wie ein Klassenzimmer, eher wie eine Mischung aus einer Dachkammer und einem altmodischen Teeladen. Es war vollgestropft, mit gut 20 kleinen Tischen, umgeben von Zinssesseln und üppigen Sitzpolstern. Alles war in scharlachrotes Dämmerlicht getaucht, die Vorhänge an den Fenstern waren zugezogen und über die vielen Lampen waren dunkelrote Seidentücher geworfen. Es war stickig warm. Das Feuer unter dem überladenen Kaminsims erhitzte einen großen Kupferkessel und verbreitete einen schweren, leicht übelkeiterregenden Parfümduft. Die Regale entlang der runden Wände waren überladen mit staubigen Federn, Kerzenstümpfen, Stapeln zerknitterter Spielkarten, zahllosen silbern glitzernden Kristallkugeln und einer enormen Vielfalt an Teetassen. Ron tauchte an Harrys Seite auf und der Rest der Klasse versammelte sich um die beiden. Alle flüsterten. »Wo steckt sie?«, fragte Ron. Plötzlich drang eine Stimme aus dem Schatten, eine sanfte, rauchige Stimme. »Willkommen«, sagte sie. »Wie schön, euch endlich in der materiellen Welt zu sehen.« Harry kam sie auf den ersten Blick wie ein großes, glänzendes Insekt vor. Professor Trelawney trat ins Licht des Feuers. Sie war mager. Die riesigen Brillengläser vergrößerten ihre Augen um ein Vielfaches. Um den Körper hatte sie einen schleierartigen, glitzernden Schal geschlungen. Unzählige Kettchen und Perlenschnüre hingen um ihren spindeldürren Hals und ihre Arme und Hände waren mit Spangen und Ringen verziert. »Setzt euch, meine Kinder«, sagte sie, und die Klasse ließ sich schüchtern und steif auf den Sesseln und Sitzpolstern nieder. Harry, Ron und Hermine setzten sich zusammen an einen der runden Tische. »Willkommen zum Wahrsagen«, sagte Professor Trelawney, die sich in einen geflügelten Sessel am Feuer gleiten ließ. »Mein Name ist Professor Trelawney. Ihr werdet mich wohl noch nie gesehen haben. Ich finde, dass der allzu häufige Abstieg hinunter in das hektische Getriebe der Schule mein inneres Auge trübt.« Niemand sagte etwas zu dieser erstaunlichen Erklärung. Professor Trelawney zupfte bedächtig ihren Schal zurecht und fuhr fort. »Nun, ihr habt euch also für das Studium des Wahrsagens entschieden, für die schwierigste aller magischen Künste. Doch ich muss euch gleich zu Beginn warnen. Wenn ihr nicht im Besitz des inneren Auges seid, gibt es nur ein wenig, was ich euch lehren kann. Bücher führen uns nicht auf diesem Felde allzu weit.« Bei diesen Worten warfen Ron und Harry grinsend einen kurzen Seitenblick auf Hermine, die ganz bestürzt schien, ob der Neuigkeit, dass Bücher in diesem Fach nicht viel helfen würden. »Viele Hexen und Zauberer, so begabt sie auch sein mögen, wenn es um lautes Primborium und ekligen Gestank und plötzliches Verschwinden lassen geht, sind dennoch unfähig, in die verschleierten Geheimnisse der Zukunft einzudringen«, fuhr Professor Trelawney fort. Und ihre riesengroßen funkelnden Augen wanderten von einem nervösen Gesicht zum anderen. »Dies ist eine Gabe, die nur wenigen gewährt ist. Du, Junge«, sagte sie plötzlich zu Neville, der beinahe von seinem Sitzpolster fiel. »Geht es deiner Großmutter gut?« »Ich glaube schon«, sagte Neville zitternd. »An deiner Stelle wäre ich mir nicht so sicher«, sagte Professor Trelawney, und das Licht des Feuers schimmerte auf ihren langen, smaragdbesetzten Ohrgehängen wieder. Neville schluckte schwer. Gelassen sprach Professor Trelawney weiter. »In diesem Jahr lernen wir die Anfangsgründe des Wahrsagens kennen. Im ersten Trimester deuten wir Teeblätter. Im zweiten behandeln wir das Handlesen. Übrigens, meine Liebe«, und sie wandte sich plötzlich an Parvati Petal,
Hüte dich vor einem rothaarigen Mann. Parvati warf Ron, der hinter ihr saß, einen verdutzten Blick zu und rutschte mit ihrem Stuhl von ihm weg. Im Sommertrimester, fuhr Professor Trelawney fort, werden wir uns der Kristallkugel zuwenden, wenn wir bis dahin mit den Feueroben fertig sind. Denn leider wird der Unterricht im Februar durch eine schwere Grippewelle unterbrochen werden. Ich selbst werde meine Stimme verlieren und um Ostern herum wird einer der hier Versammelten für immer von uns gehen. Ein sehr gespanntes Schweigen trat auf diese Ankündigung hinein. Doch Professor Trelawney schien es nicht zu bemerken. Würdest du etwas ausmachen? Sagte sie zu Lavender Brown, die am nächsten saß und auf ihrem Platz zusammenschrumpfte. Mir die größte silberne Teekanne zu reichen? Lavender, ganz erleichtert, stand auf, nahm eine riesige Teekanne vom Regal und stellte sie auf den Tisch vor Professor Trelawney. Ich danke dir, meine Liebe. Ach, übrigens, dieses Ereignis, vor dem du dich fürchtest, es wird am Freitag, dem 16. Oktober, geschehen. Lavender zitterte. Nun, bitte ich euch, zu zweit zusammenzugehen. Nehmt euch eine Teetasse vom Regal dort drüben, kommt dann zu mir und lasst sie füllen, dann setzt euch und trinkt. Trinkt, bis nur noch der Bodensatz übrig ist, schwenkt die Tasse dreimal mit der linken Hand, stülpt sie auf die Untertasse, wartet, bis der restliche Tee abgelaufen ist und gebt sie dann eurem Partner zum Lesen. Ihr könnt die Muster anhand der Seiten 5 und 6 in Entnebelung der Zukunft sicher leicht deuten. Ich werde in die Tische kommen und euch ein wenig helfen. Oh, und mein Lieber, sie packte Neville, der gerade aufstehen wollte, am Arm. Wenn du die erste Tasse zerbrochen hast, wärst du dann so nett, eine mit blauem Muster zu nehmen? Ich hänge ziemlich an den rosafarbenen. Und kaum hatte Neville das Regal mit den Teetassen erreicht, als auch schon das Klirren zerbrechenden Porzellans zu hören war. Professor Trelawney huschte mit Schippe und Besen zu ihm hinüber und sagte, »Jetzt eine von den Blauen, mein Lieber, wenn es dir nichts ausmacht. Ich danke dir.« Harry und Ron ließen sich die Teetassen füllen und gingen zurück an ihren Tisch, wo sie den brühend heißen Tee so rasch wie möglich tranken. Sie schwenkten die verbliebenen Teeblätter, wie Professor Trelawney gesagt hatte, dann ließen sie den Tee ablaufen und tauschten die Tassen. »Dann leg mal los«, sagte Ron, während sie ihre Bücher auf den Seiten 5 und 6 aufschlugen. »Was kannst du bei mir sehen?« »Eine Menge nasses, braunes Zeugs«, sagte Harry. Der schwer parfümierte Rauch im Zimmer machte ihn schläfrig und ließ sein Denken erlahmen. Erweitert euren Horizont, meine Lieben, und erlaubt euren Augen, über den schnöden Alltag hinauszusehen, rief Professor Trelawney durch die Düsternis. Harry gab sich einen Ruck. Hier, du hast so ein schiefes Kreuz, sagte er, das Buch zur Rate ziehend. Das bedeutet, dir stehen Prüfungen und Leiden bevor. Tut mir leid für dich. Aber das hier sieht aus wie eine Sonne. Wart mal. Das bedeutet großes Glück, also du wirst es leiden, aber sehr glücklich sein. Du solltest mal dein inneres Auge untersuchen lassen, wenn du mich fragst, sagte Ron, und beide mussten sich das Lachen verkneifen, denn Professor Trelawney schaute gerade in ihre Richtung. Ich bin dran. Ron lugte in Harrys Tasse, die Stirn vor Anstrengung gerunzelt. Das ist eine Blase, sieht aus wie ein Hut. Eine Melone, sagte er. Vielleicht arbeitest du mal für das Zaubereiministerium? Er drehte die Tasse in der Hand. Aber so sieht's eher wie eine Eichel aus. Was ist das denn? Überflog die Seiten von Entnebelung der Zukunft. Ein unerwarteter Goldgewinn. Toll, kannst du mir was leihen? Und da ist noch was. Wieder drehte er die Tasse. Sieht aus wie ein Tier. Ja, wenn das sein Kopf wäre, sieht aus wie ein Nilpferd. Ein Schaf. Professor Trelawney wirbelte herum, als Harry schnaubend auflachte. Lass mich sehen, mein Lieber, sagte sie vorwurfsvoll zu Ron,
schwebte herüber und schnappte ihm Harrys Tasse aus der Hand. Alle verstummten und sahen zu. Professor Trelawney starrte auf die Blätter und drehte sie dabei gegen den Uhrzeigersinn. »Der Falke, mein Lieber, du hast doch einen Todfeind.« »Aber das wissen doch alle«, flüsterte Hermine so laut, dass es jeder hörte. Professor Trelawney starrte sie an. »Ja, ist doch wahr«, sagte Hermine. »Alle kennen die Geschichte von Harry und du weißt schon wem.« Harry und Ron starrten sie mit einer Mischung aus Verblüffung und Bewunderung an. Nie zuvor hatten sie Hermine so zu einem Lehrer sprechen hören. Professor Trelawney zog es vor, nicht zu antworten. Wieder senkte sie ihre riesigen Augen auf Harrys Tasse und drehte sie weiter in den Händen. »Der Schlagstock? Ein Angriff? Meine Güte, das ist keine schöne Tasse.« »Ich dachte, das ist eine Melone«, sagte Ron verdruckst. »Der Schädel. Da wartet Gefahr auf dich, mein Lieber.« Alle starrten wie gebannt auf Professor Trelawney, die Tasse nochmal drehte, den Atem anhielt und dann aufschrie. Wieder klirrte zerbrechendes Porzellan. Neville hatte seine zweite Tasse fallen lassen. Professor Trelawney sank in einen freien Lehnstuhl, die glitzernde Hand ans Herz gepresst und die Augen geschlossen. »Mein lieber Junge! Mein armer, lieber Junge! Nein, besser, wenn ich's nicht sage. Nein, frag mich nicht!« »Was ist los, Professor?« fragte Dean Thomas sofort. Alle waren aufgesprungen, scharten sich langsam um Harrys und Rons Tisch und drängelten sich um Professor Trelawneys Sessel, um gute Sicht auf Harrys Tasse zu haben. »Mein Lieber«, sagte Professor Trelawney, und ihre Augen weiteten sich dramatisch. »Du hast den Grimm.« »Den was?«, sagte Harry. Er sah, dass er nicht der Einzige war, der nicht begriff. Dean Thomas sah ihn schulterzuckend an, und Lavender Brown machte eine ratlose Miene. Doch fast alle anderen klatschten entsetzt, die Hände vor den Mund. »Den Grimm, mein Lieber, den Grimm«, rief Professor Trelawney, die schockiert schien, weil Harry es nicht begriffen hatte. »Der riesige Gespensterhund, der in Kirchhöfen umherspukt. Mein lieber Junge, das ist ein Omen. Das schlimmste Omen des Todes.« Harrys Magen krampfte sich zusammen. Dieser Hund auf dem Umschlag von Omen des Todes bei Flourishing Blots. Der Hund im Schatten des Magnolienrings. Auch Lavender Brown schlug jetzt die Hände vor den Mund. Alle sahen Harry an. Alle außer Hermine, die aufgestanden und hinter den Sessel von Professor Trelawney getreten war. »Mir kommt das nicht wie ein Grimm vor«, sagte sie gleichmütig. Professor Trelawney musterte Hermine mit wachsender Abneigung. »Verzeih mir, dass ich das sage, meine Liebe, aber ich nehme sehr wenig Aura um dich herum wahr, sehr wenig Empfindlichkeit für die Schwingungen der Zukunft.« Seamus Finnegan neigte den Kopf mal auf die eine, mal auf die andere Seite. »Wenn man's so macht, sieht's aus wie ein Grimm«, sagte er, die Augen fast geschlossen. »Aber so gesehen ist es eher ein Esel«, sagte er, den Kopf nach links neigend. »Wann habt ihr endlich rausgefunden, ob ich sterbe oder nicht?«, rief Harry, sogar zu seiner eigenen Überraschung. Daraufhin wollte ihn offenbar keiner mehr ansehen. »Ich denke, wir werden den Unterricht für heute beenden«, sagte Professor Trelawney mit ihrer rauschigsten Stimme. »Ja, bitte räumt eure Sachen auf.« Schweigend brachte die Klasse die Teetassen zu Professor Trelawney zurück, packte die Bücher ein und schloss die Taschen. Selbst Ron mit Harrys Blick. »Bis zum nächsten Mal«, sagte Professor Trelawney matt. »Möge das Glück mit euch sein. Ach, und mein Lieber«, sie deutete auf Neville, »du wirst das nächste Mal zu spät kommen, also arbeite besonders fleißig, damit du den Stoff aufholst.« Harry, Ron und Hermine kletterten schweigend Professor Trelawneys Leiter und die enge Wendeltreppe hinunter und machten sich auf den Weg zur Verwandlungsstunde bei Professor McGonagall. Sie brauchten so lange, um ihr Klassenzimmer zu finden, dass sie, obwohl sie früh aus Wahrsagen gekommen waren, fast zu spät kamen. Harry entschied sich für einen Platz ganz hinten, weil er sich fühlte, als würde ihn ein sehr heller Scheinwerfer anstrahlen. Die anderen in der Klasse warfen ihm unablässig flüchtige Blicke zu, als ob er jeden Moment tot umfallen würde. Er hörte kaum,
was Professor McGonagall ihnen über Animagi erzählte. Zauberer, die sich nach Belieben in Tiere verwandeln konnten. Und sah nicht einmal hin, als sie sich vor ihren Augen in eine getigerte Katze mit Brillenringen um die Augen verwandelte. »Sagt mal, was ist denn heute in euch gefahren?« sagte Professor McGonagall, verwandelte sich mit einem leisen Plopp in sich selbst zurück und musterte sie reihum. »Nicht, dass es mir was ausmachen würde, aber das ist die erste meiner Verwandlungen, bei der ich keinen Beifall von der Klasse bekomme.« Alle Köpfe wandten sich wieder Harry zu, doch niemand sagte ein Wort. Dann hob Hermine die Hand. »Bitte, Professor, wir haben eben unsere erste Stunde Wahrsagen gehabt und wir haben Teeblätter gedeutet und...« »Ach, natürlich«, sagte Professor McGonagall, nun plötzlich die Stirn runzelnd. »Sie brauchen mir gar nichts weiter zu sagen, Miss Granger. Und wer von Ihnen wird dieses Jahr sterben?« Alle starrten sie an. »Ich«, sagte Harry schließlich. »Verstehe«, sagte Professor McGonagall und fixierte Harry mit ihren perlschimmernden Augen. »Dann sollten Sie wissen, Potter, dass Sybil Trelawney, die seit sie an dieser Schule ist, Jahr für Jahr den Tod eines Schülers vorausgesagt hat. Keiner davon ist bislang gestorben. Todesurm zu sehen, ist ihre bevorzugte Art, eine neue Klasse willkommen zu heißen. Ich spreche eigentlich nie schlecht über Kollegen, aber...« Professor McGonagall verstummte mit aufgeblähten Nasenflügeln. Etwas ruhiger fuhr sie fort. »Wahrsagen ist eine der ungenauesten Zweige der Magie. Ich möchte Ihnen nicht verheimlichen, dass ich mich nicht weiter damit abgebe. Wahre Seher sind sehr selten. Und Professor Trelawney?« »Wieder«, verstummte sie und sagte in nüchternem Ton. »Sie scheinen mir bei bester Gesundheit zu sein, Potter. Also werden Sie mir verzeihen, wenn ich Ihnen trotz allem Hausaufgaben gebe. Wenn Sie sterben, brauchen Sie die Arbeit nicht abzugeben. Das versichere ich Ihnen.« Hermine lachte. Harry fühlte sich etwas wohler. Fern vom roten Dämmerlicht und dem benebelten Düften in Professor Trelawneys Klassenzimmer wurde ihm nicht so schnell vor einem Klumpen Teeblätter Angst und Bange. Jedoch nicht alle waren überzeugt. Ron sah immer noch besorgt aus und Lavender flüsterte: »Aber was ist mit Nevilles Tasse?« Nach der Verwandlungsstunde schlossen sie sich der vierköpfigen Schar an, die lachend und schwatzend zum Mittagessen in die große Halle strömte. »Kopf hoch, Ron«, sagte Hermine und schob ihm einen Teller Fleischeintopf zu. »Du hast doch gehört, was Professor McGonagall gesagt hat.« Ron schöpfte sich einen Topf auf den Teller und nahm den Löffel in die Hand, begann jedoch nicht zu essen. »Harry«, sagte er mit leiser und ernster Stimme, »du hast da nicht etwa zufällig irgendwo einen großen schwarzen Hund gesehen?« »Doch, habe ich«, sagte Harry, »in der Nacht, als ich von den Dursleys abgehauen bin.« Rons Löffel fiel klappernd auf den Teller. »Wahrscheinlich ein streunender Köter«, sagte Hermine gelassen. Ron sah Hermine an, als wäre sie verrückt geworden. »Hermine, wenn Harry einen Grimm sieht, dann ist das schlecht«, sagte er. »Mein Onkel Bilious hat mal einen gesehen und 24 Stunden später ist er gestorben.« »Zufall«, sagte Hermine schnippisch und schenkte sich Kürbissaft nach. »Du weißt doch nicht, wovon du redest«, sagte Ron, und Zorn stieg ihm ins Gesicht. »Grimme erschrecken die meisten Zauberer zu Tode.« »Da hast du's«, sagte Hermine in überlegenem Ton. »Sie sehen den Grimm und sterben vor Angst. Der Grimm ist kein Omen, er ist die Todesursache. Und Harry ist noch unter uns, weil er nicht so bescheuert ist, einen zu sehen und dann zu denken, schön und gut, gebe ich also besser den Löffel ab.« Ron starrte Hermine sprachlos an. Sie öffnete ihre Tasche, zog ihr neues Arithmantikbuch heraus, schlug es auf und lehnte es gegen den Saftkrug. »Mir kommt Wahrsagen recht neblig vor«, sagte sie, während sie nach der richtigen Stelle suchte. »Eine Menge Rumgerätsel, wenn ihr mich fragt.« »An diesem Grimm auf dem Teller war nichts Nebliges«, sagte Ron erhitzt. »Du warst ja noch nicht so sicher, als du Harry gesagt hast, das sei ein Schaf«, sagte Hermine kühl. »Professor Trelawney hat gesagt, du hast nicht die richtige Aura. Zur Abwechslung bist du mal eine richtige Lusche in einem Fach und das gefällt ja nicht.« Er hatte einen empfindlichen Nerv getroffen. Hermine klatschte ihr Arithmantikbuch so hart auf den Tisch, dass überall Fleisch und Karottenstückchen umherflogen. »Wenn gut sein in Wahrsagen heißt, dass ich so tun muss, als würde ich Todesurm in einem Haufen Teeblätter erkennen, dann weiß ich nicht, ob ich das Zeug überhaupt lernen soll.
Dieser Unterricht war im Vergleich zu meiner Arithmetikstunde einfach haarsträubender Unfug. Sie packte ihre Tasche und schritt stolz von dannen. Stirnrunzelnd sah ihr Ron nach. »Wovon redet sie eigentlich?« sagte er zu Harry. »Sie war doch gar nicht in Arithmetik.« Harry war froh, nach dem Mittagessen nach draußen zu kommen. Der Regen von gestern hatte sich verzogen. Der Himmel war klar und blassgrau. Das feuchte Gras unter ihren Füßen federte, als sie zu ihrer ersten Stunde pflegemagischer Geschöpfe gingen. Ron und Hermine schwiegen sich an. Harry ging ebenfalls schweigend neben ihnen her, über den sanft abfallenden Rasen hinüber zu Hagrids Hütte am Rande des verbotenen Waldes. Erst als er drei nur zu bekannte Rücken vor sich sah, wurde ihm klar, dass sie zusammen mit den Slytherins Unterricht hatten. Malfoy redete lebhaft auf Crabbe und Goyle ein, die gackernd lachten. Harry ahnte wohl, worüber sie sprachen. Hagrid wartete an der Tür seiner Hütte auf die Klasse. Da stand er in seinem Umhang aus Maulwurffell, Fang den Saurüden an den Fersen und schien kaum erwarten zu können, endlich anzufangen. »Kommt, bewegt euch!« rief er den näher kommenden Schülern zu. »Hab eine kleine Überraschung für euch. Wird eine tolle Stunde. Sind alle da? Schön. Dann folgt mir.« Einen quälenden Moment lang, dachte Harry, Hagrid würde sie in den Wald führen. Dort hatte Harry genug Schreckliches erlebt, um für den Rest seines Lebens die Nase voll zu haben. Doch Hagrid ging um einen Ausläufer des Waldes herum und 5 Minuten später standen sie am Rand einer Art Pferdekoppel. Sie war leer. »Stellt euch dort drüben am Zaun auf«, rief er. »Sehr schön. Passt auf, dass alle etwas sehen können und jetzt schlagt erstmal eure Bücher auf.« »Wie denn?« ertönte das kalte Schnarren Malfoys. »Was denn?« sagte Hagrid. »Wie sollen wir unsere Bücher öffnen?« sagte Malfoy. Er nahm sein Monsterbuch der Monster heraus, das er mit einem langen Seil zugebunden hatte. Auch die anderen zogen ihre Bücher hervor. Manche, wie Harry, hatten es mit einem Gürtel zugeschnürt. Andere hatten sie in enge Taschen gestopft oder sie mit großen Wäscheklammern gezähmt. Hat denn kein einziger sein Buch öffnen können?« fragte Hagrid ganz verdattert. Die Schüler schüttelten die Köpfe. »Ihr müsst sie streicheln«, sagte Hagrid, als wäre es ganz selbstverständlich. »Seht mal!« Er nahm Hermines Buch und riss das Zauberband herunter. Das Buch versuchte zu beißen, doch Hagrid fuhr mit seinem riesigen Zeigefinger an seinem Rücken entlang und das Buch fing an zu zittern, klappte auf und blieb ruhig in seiner Hand liegen. »Oh, wie dumm wir doch alle waren«, höhnte Malfoy. »Wir hätten sie streicheln sollen. Da hätten wir doch von allein drauf kommen können.« »Ich dachte, sie sind ganz lustige Dinge«, sagte Hagrid unsicher zu Hermine. »Oh, total lustig«, sagte Malfoy. »Unglaublich witzig, uns Bücher zu geben, die uns die Hände abbeißen sollen.« »Halt den Mund, Malfoy«, sagte Harry leise. Hagrid wirkte bedrückt und Harry wollte, dass seine erste Stunde ein Erfolg würde. »Na denn«, sagte Hagrid, der den Faden verloren zu haben schien. »Also, ihr habt jetzt eure Bücher und jetzt braucht ihr die magischen Tiere. Ja, also, gehe ich sie mal holen. Warte mal.« Er ging in Richtung weit davon und verschwand. »Mein Gott, diese Schule geht noch vor die Hunde«, sagte Malfoy laut. »Dieser Hornochse gibt auch noch Unterricht. Mein Vater kriegt einen Anfall, wenn ich ihm das erzähle.« »Halt den Mund, Malfoy«, sagte Harry nochmal. »Pass auf, Potter, hinter dir steht ein Dementor.« Kreischte Lavender Brown und deutete auf die andere Seite der Koppel. Ein Dutzend der wunderlichsten Kreaturen, die Harry je gesehen hatte, trottete auf sie zu. Sie hatten die Körper, Hinterbeine und Schwänze von Pferden, doch die Vorderbeine, Flügel und Köpfe waren die riesige Adler mit grausamen, stahlfarbenen Schnäbeln und großen, leuchtend orangenen Augen. Die Krallen an ihren Vorderbeinen waren lang wie Hände und sahen todbringend aus. Jedes der Tierwesen hatte einen dicken Lederkragen um den Hals, an dem eine lange Kette befestigt war, und alle Ketten liefen in den Pranken Hagrids zusammen, der hinter den Wesen in die Koppe gelaufen kam. »Hui, hoch da«, brüllte er mit den Ketten klirrend und trieb die Tierwesen an die Stelle des Zauns, wo die Klasse stand. Alle wichen ein wenig zurück, als Hagrid näher kam und die Geschöpfe an den Zaun band.
Hippogreife, donnerte Hagrid glückselig und winkte ihnen zu. Herrlich, nicht wahr? Harry sah durchaus, was Hagrid meinte. Wenn man einmal den ersten Schreck angesichts einer Kreatur überwunden hatte, die halb Pferd, halb Vogel war, lernte man den Anblick der Hippogreife zu schätzen, deren schimmerndes Gefieder allmählich in den Fell überging. Sie waren alle von ganz unterschiedlicher Farbe. Sturmgrau, Bronze, rostrot, schimmernd kastanienbraun und tintenschwarz. Hagrid rieb sich die Hände und strahlte in die Runde. »So«, sagte er. »Wollt ihr nicht ein wenig näher kommen?« Keiner schien sich darum zu reißen. Harry, Ron und Hermine jedoch näherten sich vorsichtig dem Zaun. »Nun, als erstes müsst ihr wissen, dass Hippogreife stolz sind«, sagte Hagrid. »Seid leicht beleidigt, diese Hippogreife. Beleidigt nie keinen, denn das könnte eure letzte Tat gewesen sein.« Malfoy, Crabbe und Goyle hörten nicht zu. Sie unterhielten sich gedämpft, und Harry hatte das unangenehme Gefühl, dass sie ausheckten, wie sie den Unterricht am besten stören konnten. »Ihr müsst immer abwarten, bis der Hippogreif den ersten Schritt macht«, fuhr Hagrid fort. »Das ist höflich, versteht ihr? Ihr geht auf ihn zu und verbeugt euch und wartet. Wenn er sich auch verbeugt, dürft ihr ihn berühren. Wenn er es nicht tut, dann macht euch schleunigst davon, denn diese Krallen tun weh. Also, wer will als Erster?« Die meisten wichen noch weiter zurück. Auch Harry, Ron und Hermine waren nicht wohl zumute. Die Hippogreife warfen ihre grimmigen Köpfe in die Luft und spannten ihre mächtigen Flügel. Offenbar konnten sie es nicht leiden, angebunden zu sein. »Keiner«, sagte Hagrid mit flehendem Blick. »Ich mach's«, sagte Harry. Hinter sich hörte er ein lautes Aufatmen und Lavender und Parvati flüsterten: »Oh nein, Harry, denk an deine Teeblätter!« Harry achtete nicht auf sie. Er kletterte über den Zaun der Koppel. »Mutiger Junge, Harry«, polterte Hagrid. »Gut, schauen wir mal, wie du mit Seidenschnabel zurechtkommst.« Er löste eine der Ketten, zog den grauen Hippogreif von seinen Artgenossen fort und befreite ihn von seinem Lederkragen. Die Klasse auf der anderen Seite des Zauns schien den Atem anzuhalten. Malfoys Augen waren gehässig verengt. »Ruhig jetzt, Harry«, sagte Hagrid leise. »Du blickst ihm in die Augen und versuchst jetzt nicht zu blinken. Hippogreif vertrauen dir nicht, wenn du zu viel blinzelst.« Sofort wurden Harrys Augen feucht, doch hielt sie offen. Seidenschnabel hatte seinen großen, scharf geschnittenen Kopf zur Seite geneigt und starrte Harry mit einem grimmigen, orangefarbenen Auge an. »Sehr gut, Harry«, sagte Hagrid. »Sehr gut, Harry. Und jetzt verbeug dich.« Harry hatte keine große Lust, Seidenschnabel seinen Nacken preiszugeben, doch er tat, wie ihm geheißen. Er verneigte sich kurz und sah dann auf. Der Hippogreif starrte ihn immer noch herablassend an. Er rührte sich nicht. »Ah«, sagte Hagrid beunruhigt. »Na gut, zieh dich zurück, Harry, und ganz vorsichtig.« Doch zu Harrys gewaltiger Überraschung knickte der Hippogreif plötzlich seinen geschuppten Vorderknie ein und neigte unmissverständlich den Kopf. »Gut gemacht, Harry«, sagte Hagrid, ganz begeistert. »Schön, kannst ihn anfassen. Tätschel seinen Schnabel, nur zu.« Harry hätte sich zur Belohnung lieber das Ende der Vorstellung gewünscht, doch er ging langsam auf den Hippogreif zu und streckte die Hand nach ihm aus. Er tätschelte ein wenig den Schnabel, und der Hippogreif schloss entspannt die Augen, als würde es ihm gefallen. Die ganze Klasse, außer Malfoy, Crabbe und Goyle, die äußerst missvergnügt wirkten, brach in stürmischen Beifall aus. »Jetzt weiter, Harry«, sagt Hagrid. »Ich schätze, er lässt sich reiten.« Damit allerdings hatte Harry nicht gerechnet. Er konnte auf einem Besen durch die Lüfte fliegen. Doch er war sich nicht sicher, ob ein Hippogreif nicht etwas ganz anderes war. »Steig auf, gleich hinten, hinter den Flügelansatz«, sagte Hagrid. »Und pass auf, dass du keine Federn rausziehst, das mag er gar nicht.« Harry setzte den Fuß auf den Flügel des Hippogreifs und schwang sich auf seinen Rücken. Seidenschnabel erhob sich. Harry wusste nicht recht, wo er sich festhalten sollte. Alles vor ihm war voller Federn. »Dann mal los«, polterte Hagrid und klatschte dem Hippogreif auf den Hintern. Ohne Vorwarnung spannte das Geschöpf seine 4 Meter langen Flügel zu beiden Seiten von Harry aus.
Der hatte gerade noch Zeit, die Arme um seinen Hals zu schlingen, dann schoss er in die Höhe. Es war nicht zu vergleichen mit einem Besen, und Harry wusste, was er lieber fliegen wollte. Die Flügel des Hippogreifs schlugen heftig aus, gerieten unter seine Beine und drohten ihn abzuwerfen. Die schimmernden Federn rutschten ihm durch die Finger, doch er wagte nicht, sie fester zu packen. Dies war nicht das sanfte Gleiten seines Nimbus 2000. Das Hinterteil des Hippogreifs hob und senkte sich mit jedem Flügelschlag, und Harry wippte vor und zurück. Seidenschnabel schlug ihn einmal um die Koppel herum, dann steuerte er auf die Erde zu. Es war dieser steile Sinkflug, vor dem Harry Angst hatte. Er lehnte sich zurück, als der glatte Hals sich nach unten beugte und hatte das Gefühl, über den Schnabel abzurutschen. Dann gab es einen schmerzhaften Aufprall, als die vier schlecht zusammenpassenden Füße auf dem Boden aufschlugen. Er konnte sich gerade eben noch festhalten und richtete sich wieder auf. »Gut gemacht, Harry«, rief Hagrid, und alle außer Malfoy, Krabby und Goyle brachen in Jubel aus. »Gut. Wer will als Nächster?« Ermutigt durch Harrys Erfolg kletterte auch der Rest der Klasse vorsichtig in die Kuppel. Hagrid löste die Hippogreife nacheinander von ihren Ketten und bald waren auf der ganzen Koppel Schüler verteilt, die sich nervös vorbeugten. Neville stolperte immer wieder rückwärts davon, denn sein Hippogreif wollte einfach nicht in die Knie gehen. Ron und Hermine übten unter den Augen von Harry mit einem kastanienbraunen Tier. Malfoy, Krabby und Goyle hatten sich Seidenschnabel vorgenommen. Er hatte sich vor Malfoy verbeugt, der ihm jetzt mit verächtlichem Blick den Schnabel tätschelte. »Das ist doch kinderleicht«, schnarrte Malfoy so laut, dass Harry es hören konnte. »Hab ich doch gleich gewusst, wenn Potter es schafft. Ich wette, du bist überhaupt nicht gefährlich, oder?« sagte er zu dem Hippogreif. »Oder doch, du großes, hässliches Scheusal?« Man sah nur ein stählernes Blitzen der Krallen. Von Malfoy kam ein durchdringender Schrei. Und schon war Hagrid zur Stelle. Er zwängte den Lederkragen über den Hals von Seidenschnabel, der zudem eingerollt im Gras liegenden Malfoy hindrängte. Blutflecken erschienen auf seinem Umhang und wurden langsam größer. »Ich sterbe«, schrie Malfoy, und Panik machte sich breit. »Ich sterbe, seht her, es hat mich umgebracht.« »Du stirbst nicht«, sagte Hagrid mit todbleichem Gesicht. »Helf mir mal, ich muss ihn hier rausbringen.« Hermine lief zum Tor und öffnete es, während Hagrid Malfoy mühelos von der Erde hob. Als Hagrid vorbeiging, bemerkte Harry eine lange, klaffende Wunde an Malfoys Arm. Blut besprenkelte das Gras, während Hagrid mit seiner Last den Anhang zum Schloss hochrannte. Ratlos und verängstigt folgte ihm die Klasse. Die Slytherins schimpften lauthals über Hagrid. »Sie sollten ihn sofort rauswerfen«, sagte Pansy Parkinson, mit Tränen in den Augen. »Malfoy war doch selber schuld«, herrschte Dean Thomas sie an. Krabby und Goyle spielten drohend mit den Muskeln. Sie stiegen die steinerne Treppe zur menschenleeren Eingangshalle empor. »Ich schau nach, wie es ihm geht«, sagte Pansy, und die Blicke der übrigen folgten ihr die marmorne Treppe hoch. Die Slytherins, immer noch über Hagrid schimpfend, zogen sich in ihren Gemeinschaftsraum unten in den Kerker zurück. Harry, Ron und Hermine gingen die Treppen hoch zum Turm der Gryffindors. »Glaubst du, er wird wieder gesund?« sagte Hermine nervös. »Natürlich. Meinem Pomfrey kann Wunden in ein paar Sekunden heilen«, sagte Harry, dem die Krankenschwester schon viel schlimmere Verletzungen mit Zauberkräften geheilt hatte. »Es war eine ziemlich üble Geschichte, ausgerechnet in Hagrids erster Unterrichtsstunde, meint ihr nicht?« sagte Ron, besorgt. »Ich wette, Malfoy wird ihn die Hölle heiß machen.« Sie waren unter den Ersten, die zum Abendessen in die große Halle kamen, weil sie hofften, Hagrid zu treffen. Doch er kam nicht. »Sie werden ihn doch nicht entlassen?« sagte Hermine, besorgt, und rührte ihren Steak und Nierenpudding nicht an. »Das sollten sie bloß nicht wagen«, sagte Ron, der ebenfalls nichts runterbrachte. Harry beobachtete den Tisch der Slytherins. Krabby und Goyle und eine Menge anderer Schüler saßen dort, die Köpfe zusammengesteckt und redeten fieberhaft aufeinander ein. Harry war sich sicher, sie würden ihre eigene Geschichte zusammenbrauen, wie es zu Malfoys Verletzung gekommen war. »Immerhin kann man nicht behaupten, der erste Schultag sei langweilig gewesen«, sagte Ron mit düsterer Miene.
Nach dem Essen gingen sie nach oben in den belebten Gemeinschaftsraum der Gryffindors und versuchten, ihre Hausaufgaben für Professor McGonagall zu machen. Doch alle drei unterbrachen ständig die Arbeit und spähten aus dem Turmfenster. »Bei Hagrid drüben brennt Licht«, sagte Harry plötzlich. Ron sah auf die Uhr. »Wenn wir uns beeilen, können wir ihn besuchen. Es ist immer noch recht früh.« »Ich weiß nicht«, sagte Hermine bedächtig, und Harry fing ihren Blick auf. »Ich darf sehr wohl über das Schulgelände gehen«, sagte er entschieden. »Sirius Black ist noch nicht an den Dementoren vorbeigekommen, oder?« Also räumten sie ihre Sachen zusammen und kletterten durch das Porträtloch, froh, auf dem Weg zum Schlossportal niemanden zu treffen. Denn ganz sicher waren sie sich ihrer Sache nicht. Das Gras war immer noch nass und wirkte im Dämmerlicht fast schwarz. Vor Hagrids Hütte angelangt, klopften sie und eine Stimme knurrte: »Herein!« Hagrid saß in Hemdsärmeln an seinem polierten Holztisch. Sein saurüder Fang hatte den Kopf in seinen Schoß gelegt. Ein Blick genügte, um zu erkennen, dass Hagrid einiges getrunken hatte. Vor ihm stand ein Zinnhumpen, fast so groß wie ein Eimer, und er schien Schwierigkeiten zu haben, sich klar zu sehen. »Vermute mal, es ist ein Rekord«, sagte er mit belegter Stimme, als er sie erkannt hatte. »Haben wohl noch keinen Lehrer gehabt, der nur einen Tag dabei war.« »Du bist noch nicht entlassen«, rief Hermine und hielt den Atem an. »Noch nicht«, sagte Hagrid bedrückt und nahm einen gewaltigen Schluck von was auch immer aus seinem Humpen. »Aber es ist nur eine Frage der Zeit nach der Sache mit Malfoy.« Sie setzten sich. »Wie geht's ihm denn?«, fragte Ron. »War doch nichts Ernstes, oder?« »Mem Pomfrey hat ihn so gut wie sie konnte zusammengeflickt«, sagte Hagrid dumpf. »Aber er sagt, er leidet immer noch Todesqualen, alles in Bandagen, stöhnt die ganze Zeit.« »Er tut doch nur so«, sagte Harry ohne Umschweife. »Madame Pomfrey kann alles heilen. Letztes Jahr hat sie die Hälfte meiner Knochen nachwachsen lassen. Dass Malfoy die Sache jetzt ausnutzt, war ja klar.« »Der Schulbeirat ist unerrichtet worden, natürlich«, sagte Hagrid niedergeschlagen. »Die meine, ich wäre zu groß eingestiegen. Hätte die Hippogreife für später aufheben sollen. Lieber mit Flubberwürmen oder sowas anfangen sollen. Dachte nur, es wäre eine erste gute Stunde für euch. Alles mein Fehler.« »Es ist alles Malfoys Fehler, Hagrid«, sagte Hermine mit ernster Stimme. »Wir sind Zeugen«, sagte Harry. »Du hast gesagt, Hippogreifer werden böse, wenn man sie beleidigt. Das Malfoys Problem, wenn er nicht hören wollte. Wir sagen Dumbledore, was wirklich passiert ist.« »Ja, mach dir keine Sorgen, Hagrid, wir holen dich da raus«, sagte Ron. Tränen kullerten aus den runzligen Winkeln um Hagrids käferschwarze Augen. Er packte Harry und Ron und umarmte sie, dass ihre Knochen krachten. »Ich glaube, du hast genug getrunken«, sagte Hermine streng. Sie nahm den Humpen vom Tisch, ging nach draußen und schüttete sie ihn aus. »Ah, vielleicht hat sie recht«, sagte Hagrid und ließ Harry und Ron los, die beide zurückstolperten und sich die Rippen rieben. Hagrid hiefte sich aus dem Stuhl und schwankte nach draußen zur Hermine. Sie hörten einen lauten Platscher. »Was hat er getan?«, fragte Harry nervös, als Hermine mit den leeren Humpen hereinkam. »Den Kopf ins Wasserfass getaucht«, sagte Hermine und räumte den Humpen beiseite. Hagrid kam zurück, das Haar und der Bart klitschnass, und wischte sich das Wasser aus den Augen. »Jetzt geht's besser«, sagte er, schüttelte den Kopf wie ein Hund und spritzte sie alle nass. »Hört mal, das war gut, dass ihr mich besucht habt. Ich bin wirklich...« Hagrid verstummte jäh und starrte Harry an, als hätte er es jetzt erkannt, wen er vor sich hatte. »Was glaubst du eigentlich, was du hier zu suchen hast?«, brüllte er so plötzlich los, dass sie einen Luftsprung machten. »Du strummerst hier nicht rum, wenn es dunkel ist, Harry. Und ihr beiden, ihr lasst ihn auch noch gehen.« Hagrid war mit einem Schritt bei Harry, packte ihn am Arm und schleifte ihn zur Tür. »Kommt schon«, sagte Hagrid zornig. »Ich bringe euch alle drei hoch zur Schule. Und lasst euch ja nicht mehr hier bei mir blicken, wenn es dunkel ist. Das bin ich nicht wert.« So, das war Kapitel 6. Teeblätter und Krallen. War doch ganz gut für den fürs erste Mal seit der Pause. Sind wir doch gut wieder reingekommen soweit.
Platz her. Schau mal, was ihr so geschrieben habt. Haben wir dann aufgehört vorhin? Okay, ich hoffe, es war jetzt laut genug. Ich habe es noch ein bisschen lauter gemacht zwischendrin. Weil wenn ich es zu laut mache, dann klingt es auch nicht mehr besonders gut. Keine Ahnung, wir haben so einen Monat Pause gemacht vielleicht. Kommt ungefähr hin, ja. Ja, jetzt hatten einige noch das Problem mit dem Ton auf dem linken Kopfhörer. Kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel machen. Ich kann es höchstens nochmal probieren. Wo mache ich das denn? Können wir sagen, ob das vielleicht jetzt besser geworden ist? Keine Ahnung. Ich muss einfach mal probieren. Ich weiß nicht genau, wie man das einstellt. Kenne mich hier noch nicht so ganz aus. Also wie gesagt, wir lesen schon noch weiter. Ich mache jetzt nur 5 Minuten Pause. Einfach die Stimme ein bisschen erholen. Dann machen wir noch ein Kapitel. Genau, ja, ich habe ein neues Mikrofon und das ist alles ein bisschen neu hier mit dem Ding. Und ich weiß noch nicht genau, wie das hier alles funktioniert. Ich kann auf deine Nachricht reagieren, Roman. Freue mich, dass es dir gefällt. Ja, ich kenne deinen Namen noch, Eisenra. Ich kenne auch einige andere noch, die hier auch im Chat sind. Freut mich, dass es dir gefällt, Miriam. Ja, wie gesagt, das mit den Kopfhörern auf links ist, weiß nicht genau. Könnt ihr reinschreiben, wenn es jetzt besser ist, mit auf beiden Kopfhörern quasi. Wenn das jetzt das gefixt hätte, dann wäre das auf jeden Fall echt einfach. Dann wäre es entspannt, weil sonst müsste ich nicht mehr so viel ausprobieren. Freut mich, dass es dir gefällt. Viele Grüße an die Schweiz und auch nach Österreich und natürlich Deutschland und wo auch immer ihr sonst gerade zuhört. 12 Stunden Schicht, kann ich mir vorstellen, ist ein bisschen anstrengend. Ja, mir geht's gut, ich hatte heute einen entspannten Tag. War nicht so anstrengend heute bei mir. Freut mich, dass es dir hilft beim Einschlafen etc. Schön, dass ihr da seid. Lautstärke ist gut, okay, wie gesagt, einfach melden, wenn es zu leise oder zu laut ist. Ist gefixt? Okay, ja gut, wenn das jetzt gefixt wäre damit, dann wäre das entspannt. Weiß er nicht. Bestimmt ein warmes Butterbier zum Stimme pflegen. Ja, hätte ich gerne. Würde ich gerne mal probieren. Ich weiß nicht, ob es mir schmecken würde, aber... Vielleicht einen Tee machen nachher. Das erste Bleich bei Wasser. Den echten Namen. Puh. Ist schon so lange her, weiß ich nicht mehr. Kannst du mir gerne mal verraten. Ich versuch's mir zu merken. Gerne. Ich lese euch gerne vor. Dann kannst du mich gerne Harry nennen. Kannst du mir auch einen anderen Namen geben. Bin ja eher anonym unterwegs hier. Ohne Kamera. Ich habe gesehen, es gibt bei Twitch und auf TikTok und so auch andere Leute. Auf YouTube weiß ich nicht. Aber ich habe so ein paar Leute gesehen, die so einen Livestream auch machen und vorlesen. Und die haben dann auch teilweise die Kamera an. So, jetzt ändere ich das noch. Was? Wie heißt denn das nächste Kapitel? Der Irrwicht im Schrank. Ich erinnere mich noch. Wie gesagt, die Livestreams sind ja immer so ein bisschen ja, entspannter, direkter, mit ein bisschen Reden zwischendurch. Die einzelnen Kapitel, wenn ihr nur die Kapitel hören wollt, ohne das Drumherum, das Blabla, die kommen dann ja auch im Laufe der Zeit. Das lade ich ja immer in der Woche oder in der nächsten Woche hoch. Bisschen zurechtgeschnitten, dass sich gut anhört.
Und nur das Kapitel quasi, damit man sich das auch anhören kann, wenn man jetzt nicht die Livestreams anhören möchte. Okay, der Irrwicht. Heißt das? Im Schrank. Das ist zu groß. Jetzt passt's rein. Oh. Dein echter Name ist Ivan. Ja, das ist doch entspannt, wenn ihr einen stressigen Tag hattet und jetzt ein bisschen chillen könnt. Langsam einschlafen. Ein bisschen runterkommen. Es war schon März, ne? Es ging so schnell. Wir haben ja direkt Neujahr, so ein paar Tage danach, wieder den ersten Livestream gemacht. Und uns so auf das neue Jahr vorbereitet und jetzt ist einfach schon März. Was mit den letzten 2 Monaten passiert, irgendwie gefühlt. Okay, Zeit so schnell rum. Aber gut, ist ja für jeden gleich. Jetzt schaue ich mal kurz, wie lang das andere ist. Das andere Kapitel so als grobes. Okay, ja, das schaffen wir auch noch. Schauen wir mal, hier war ich im Schrank. Ich weiß gar nicht, warum. Ich lese das ja immer am Computer. Oder am Kindle. Und das war letztes Mal kostenlos, als ich das letzte Mal gelesen habe. Ich weiß nicht, was seitdem passiert ist, seit dem letzten Stream. Aber irgendwie musste ich das jetzt kaufen. Also ich habe jetzt Kindle, wie heißt das? Prime-Abo, Cloud-Abo, Kindle Plus, ich weiß nicht. Muss ich mir vorhin kaufen. Weil irgendwie, also es war letztes Mal kostenlos, das weiß ich ganz genau, weil ich hatte das schon lange nicht mehr, dieses Abo. Der Stream läuft schon ungefähr eine Stunde, vielleicht, plus minus. Also ein Kapitel haben wir gemacht, eins machen wir noch. Ja, also ungefähr eine Stunde läuft das Stream schon. Jetzt machen wir das andere Kapitel noch. Das ist keine Benachrichtigung. Ja gut. Oder nicht gut. Ihr könnt, glaube ich, wenn man bei YouTube, kann man ja abonnieren und daneben ist so eine Glocke. Und wenn man da drauf drückt, dann kann man alle Benachrichtigungen oder alle Benachrichtigungen aktivieren oder irgendwie sowas. Dann kriegt man, glaube ich, eine Benachrichtigung. Das muss man aber beim Handy dann, glaube ich, auch noch zulassen. Also, wenn ihr auf dem Handy seid. Ja. So, normalerweise sage ich ja bei Instagram immer Bescheid, aber ich muss jetzt erstmal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert hier. Mit dem neuen Setup, mit dem neuen Mikrofon und so. Ja. Also keine Sorge, wir machen auch gleich weiter. Ich werde jetzt hier nicht eine halbe Stunde labern. Geht gleich weiter. Ich weiß, also viele schauen das ja am Handy und gehen danach schlafen direkt, aber einige auch am Laptop oder so. Ich seh das ja manchmal, das kann man ja nachgucken bei YouTube. Lustigerweise, manche Leute schauen sich das dann auf der PlayStation an oder auf der Xbox. Finde ich irgendwie witzig, dass die Leute so mit der Konsole dann auf YouTube gehen und sich einen Stream anschauen. Aber ist ja jeder willkommen. Super Tonqualität. Okay, dann ist gut, weil es ist ein neues Mikrofon. Beziehungsweise alles neu hier. Ist gut, wenn es wenigstens gleich gut klingt. Ich habe jetzt die Feinheit noch nicht so raus. Aber, naja. Werden wir schon herausfinden mit der Zeit, wie man es richtig einstellt. Solange es sich einigermaßen gut anhört, ist ja gut. Dann würde ich jetzt gleich auch mal weitermachen. Okay, schauen wir mal. Ich mache auch den Livestream nachher, nach dem Livestream, als Video quasi online. Dann könnt ihr den ganzen Livestream anschauen, wenn ihr den jetzt erst eingeschaltet habt, zu dem zweiten Kapitel oder
mittendrin oder einfach nochmal von vorne anschauen möchtet. Genau, eigentlich so wie immer. Ja. Jetzt machen wir mal weiter. Mit Kapitel 7. Ihr Wicht im Schrank. So. Der Irrwicht im Schrank. Malfoy erschien erst wieder am Donnerstagmorgen im Unterricht, als die Slytherins und Gryffindors schon die Hälfte der Zaubertrank-Doppelstunde hinter sich hatten. Den rechten Arm verbunden und in einer Schlinge stolzierte er in den Kerker, gerade so, dachte Harry, als wäre er der einzige überlebende Held einer furchtbaren Schlacht. »Wie geht's, Drakeoy?« fragte Pansy Parkinson und grinste albern. »Tut's noch sehr weh?« »Ja«, sagte Malfoy mit der Miene des tapferen Kämpfers. Doch Harry sah, wie er Krabby und Goyle zuzwinkerte, als Pansy den Blick abwandte. Setzen Sie sich«, sagte Professor Snape gleichmütig. Harry und Ron sahen sich missmutig an. Wenn sie zu spät gekommen wären, hätte Snape nicht »Setzen Sie sich« gesagt, er hätte sie nachsetzen lassen. Doch Snape ließ Malfoy im Unterricht immer alles durchgehen. Snape war der Leiter des Hauses Slytherin und ließ die anderen spüren, wer seine Lieblingsschüler waren. Heute war ein neuer Zaubertrank dran, eine Schrumpflösung. Malfoy stellte seinen Kessel neben Harry und Ron auf, sodass sie ihre Zutaten auf demselben Tisch vorbereiten mussten. »Professor«, rief Malfoy, »Professor, ich brauche Hilfe beim Zerschneiden dieser Gänseblümchenwurzeln, weil mein Arm...« »Weasley, du schneidest die Wurzeln für Malfoy«, antwortete Snape, ohne aufzusehen. Ron schoss die Röte ins Gesicht. »Dein Arm ist vollkommen in Ordnung«, zischte er Malfoy zu. Malfoy sah ihn hämisch an. »Weasley, du hast gesagt, was Professor Snape gesagt hat. Schneid die Wurzeln.« Ron packte sein Messer, zog Malfoys Wurzeln zu sich herüber und begann, sie grob zu zerkleinern, sodass die Stücke alle verschieden groß wurden. »Professor«, sagte Malfoy gedehnt, »Weasley verhackstückt meine Wurzeln, Sir.« Snape trat an ihren Tisch, beugte seine Hakennase über die Wurzeln und lächelte Ron durch seinen langen, fettigen, schwarzen Haaren hindurch unheilverkündend an. »Du nimmst Malfoys Wurzeln, Weasley, und gibst ihm deine.« »Aber Sir...« Ron hat die letzte Viertelstunde damit verbracht, seine Wurzeln sorgfältig in gleich große Stücke zu schneiden. »Sofort«, sagte Snape in seinem bedrohlichsten Tonfall. Ron schob seine eigenen, schön geschnittenen Wurzeln hinüber zu Malfoy und griff dann wieder nach dem Messer. »Und, Sir, diese Schrumpelfeige muss mir auch jemand schälen«, sagte Malfoy und konnte ein gemeines Lachen kaum unterdrücken. »Potter, du kannst Malfoys Schrumpelfeige schälen«, sagte Snape, mit jedem hasserfüllten Blick, mit dem er Harry immer bedachte. Harry nahm Malfoys Schrumpelfeige und Ron versuchte, die Wurzelstücke zurechtzuschneiden, die er jetzt benutzen musste. Harry schälte die Schrumpelfeige so schnell er konnte und warf sie ohne ein Wort quer über den Tisch. Malfoy grinste noch hämischer über das ganze Gesicht. »Euren Kumpel Hagrid mal wieder gesehen?«, fragte er mit gedämpfter Stimme. »Es geht dir nichts an«, sagte Ron, unwirsch und ohne aufzublicken. »Ich fürchte, er wird nicht mehr lange Lehrer sein«, sagte Malfoy mit gespieltem Bedauern. »Mein Vater ist nicht gerade erfreut über meine Verletzung.« »Red nur weiter, Malfoy, und ich verpasse dir gleich eine richtige Wunde«, blaffte ihn Ron an. »Er hat sich bei den Schulbeiraten beschwert und beim Zaubereiministerium. Vater hat gute Beziehungen, müsst ihr wissen. Und eine bleibende Verletzung wie diese...« Er ließ einen langen, falschen Seufzer hören. »Wer weiß, ob mein Arm je wieder richtig gesund wird?« »Also deshalb spielst du dieses Theater?« sagte Harry und köpfte, weil seine Hand vor Zorn zitterte, versehentlich eine tote Raupe. »Damit sie Hagrid rauswerfen?« »Nun«, sagte Malfoy und senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Nicht nur, Potter. Es bringt auch noch andere Vorteile. Weasley, schneid mir die Raupen.« Ein paar Kessel weiter landete Neville in Schwierigkeiten. Der Zaubertrankunterricht endete für ihn jedes Mal in einer Katastrophe. Noch schlechter war er in keinem Fach und seine große Angst vor Professor Snape machte alles noch 10-mal schlimmer. Sein Zaubertrank, der eigentlich von leuchtend giftgrüner Farbe sein wollte,
war Orange Longbottom, sagte Snape, schöpfte ein wenig Flüssigkeit ab und ließ sie in den Kessel zurückplätschern, damit alle es sehen konnten. Orange. Sag mir, Junge, geht eigentlich überhaupt etwas in deinen dicken Schädel rein? Hast du nicht gehört, wie ich ganz deutlich gesagt habe, nur eine Rattenmilz zugeben? Habe ich nicht klar gesagt, ein Spritzer Blutegelsaft genügt? Was soll ich tun, damit du es kapierst, Longbottom? Neville war rosa angelaufen und fing an zu zittern. Es schien, als würde er gleich losheulen. Bitte, Sir, sagte Hermine. Bitte, ich könnte Neville helfen, es in Ordnung zu bringen? Ich erinnere mich nicht, Sie gebeten zu haben, hier die Wichtigtuerin zu spielen, Miss Granger, sagte Snape kalt. Und Hermine lief so rosa an wie Neville. Longbottom, am Ende der Stunde werden wir ein paar Tropfen dieses Tranks an deine Kröte verfüttern und zusehen, was passiert. Vielleicht machst du es dann endlich richtig. Snape ging weiter und ließ Neville atemlos vor Angst sitzen. Hilf mir, stöhnte Hermine zu. Hallo, Harry, sagte Seamus Finnegan und beugte sich über den Tisch, um sich Harrys Messingwaage zu borgen. Hast du schon gehört? Heute Morgen im Tagespropheten. Sie glauben, Sirius Black sei gesehen worden. Wo? Kam es von Harry und Ron wie aus einem Munde. Gegenüber am Tisch sah Malfoy hoch und lauschte aufmerksam. Nicht allzu weit von hier, sagte Seamus aufgeregt. Ein Muggel hat ihn gesehen. Natürlich hat sie im Grunde keine Ahnung. Die Muggel glauben doch, es sei ein gewöhnlicher Verbrecher, oder? Jedenfalls hat sie den Notruf gewählt. Aber als die Leute vom Zaubereiministerium auftauchten, war er verschwunden. Nicht allzu weit von hier, wiederholte Ron und blickte Harry vielsagend an. Er wandte sich um und bemerkte, dass Malfoy sie scharf beobachtete. Was los, Malfoy? Soll ich dir noch was stellen? Doch Malfoys Augen leuchteten bösartig und waren fest auf Harry gerichtet. Er lehnte sich über den Tisch. Glaubst du, du könntest Black alleine fangen, Potter? Ja, sicher, sagte Harry lässig. Malfoys schmaler Mund bog sich zu einem gemeinen Lächeln. Ich an deiner Stelle, sagte er leise, hätte schon längst was unternommen. Ich würde nicht in der Schule bleiben wie ein braver Junge, sondern draußen nach ihm suchen. Wovon redest du eigentlich, Malfoy? Sagte Ron grob. Weißt du es nicht, Potter? Flüsterte Malfoy und seine blassen Augen verengten sich. Was denn? Malfoy ließ ein leises, hämisches Lachen vernehmen. Vielleicht willst du deinen Hals nicht riskieren, sagte er. Willst es lieber den Dementoren überlassen, oder? Aber ich an deiner Stelle wollte Rache. Ich würde ihn selbst jagen. Wovon redest du denn? Sagte Harry zornig. Doch in diesem Moment rief Snape. Ihr solltet inzwischen alle Zutaten reingemischt haben. Dieser Trank muss eine Weile köcheln, bevor er getrunken werden kann. Also räumt auf, während er ein wenig blubbert. Und dann testen wir das Gebräu von Longbottom. Krabby und Goyle lachten laut auf. Und Neville, der seinen Trank fieberhaft umrührte, brach der Schweiß aus. Damit Snape nichts mitbekam, murmelte ihm Hermine aus dem Mundwinkel zu, was er machen sollte. Harry und Ron räumten ihre übrig gebliebenen Zutaten weg und gingen zum Steinbecken in der Ecke, um sich die Hände und die Schöpflöffel zu waschen. »Was will Malfoy eigentlich sagen?« murmelte Harry Ron zu und hielt die Hände unter den eisigen Strahl, der aus dem Mund des Wasserspeiers schoss. Warum sollte ich mich nicht am Black rächen wollen? Er hat mir nichts gesagt, getan, bisher jedenfalls. Er redet doch Unsinn, sagte Ron wütend, und will nur, dass du eine Dummheit machst. Das Ende der Stunde nahte, und Snape schritt hinüber zu Neville, der eingeschüchtert neben seinem Kessel hockte. Alle hierher im Kreis aufstellen, sagte Snape, und seine schwarzen Augen glitzerten. Seht euch an, was mit Longbottoms Kröte passiert. Wenn er es geschafft hat, eine Schrumpflösung zustande zu bringen, wird sie zu einer Kaulquappe zusammenschrumpfen. Wenn er, woran ich nicht zweifle, die Sache vermasselt hat, könnte seine Kröte vergiftet werden. Die Gryffindors sahen beklommen zu. Die Slytherins schienen ganz aufgeregt. Snape hob Trevor die Kröte mit der linken Hand hoch und tauchte einen kleinen Löffel in Nevilles Zaubertrank, der inzwischen grün war. Er ließ ein paar Tropfen in Trevors Kehle rinnen. Ein Moment gespannten Schweigens trat ein und Trevor schluckte. Dann gab es ein leises Plopp und Trevor, die Kaulquappe, wand sich in Snapes Handfläche.
Die Gryffindors brachen den Beifall aus. Snape, der sauer dreinsah, zog eine kleine Flasche aus der Tasche seines Umhangs, träufelte ein paar Tropfen auf Trevor und plötzlich war sie wieder eine ausgewachsene Kröte. »5 Punkte Abzug für Gryffindor«, sagte Snape, und das Lachen gefror auf ihren Gesichtern. »Ich habe Ihnen gesagt, Miss Granger, Sie sollen ihm nicht helfen. Der Unterricht ist beendet.« Harry, Ron und Hermine stiegen die Stufen zur Eingangshalle hoch. Harry dachte immer noch über Malfoys Worte nach, während Ron wütend über Snape herzog. Alles noch okay im Stream? Schreibt gerade jemand, es lädt. Könnt ja schreiben, wenn es nicht mehr funktioniert hier. »5 Punkte Abzug für uns, weil der Zaubertrank in Ordnung war. Warum hast du nicht gelogen, Hermine? Du hättest sagen sollen, dass Neville alles allein gemacht hat.« Hermine antwortete nicht. Ron wandte sich um. »Wo ist sie?« Auch Harry drehte sich um. Sie waren jetzt oben und ließen die anderen vorbeigehen, die in die große Halle zum Mittagessen strömte. »Sie war doch eben noch hinter uns«, sagte Ron stirnrunzelnd. Malfoy ging an ihn vorbei, in die Mitte genommen von Crabbe und Goyle. Er sah Harry spöttisch an und verschwand. »Da ist sie ja«, sagte Harry. Hermine kam ein wenig keuchend die Stufen hochgerannt. Mit der einen Hand hält sie die Tasche, mit der anderen schien sie etwas unter ihrem Umhang festzuklammern. »Wie hast du das gemacht?«, fragte Ron. »Was?«, sagte Hermine und trat neben sie. »Du warst direkt hinter uns. Im nächsten Moment warst du wieder ganz unten an der Treppe.« »Wie?« Hermine sah leicht verwirrt aus. »Ah, ich hatte was vergessen und musste zurück. Oh nein!« An Hermines Tasche war eine Naht aufgeplatzt. Harry wunderte das nicht. Sie war proppenvoll mit mindestens einem Dutzend großer, schwerer Bücher. »Warum trägst du die alle mit dir rum?«, fragte Ron. »Du weißt doch, wie viele Fächer ich habe«, sagte Hermine außer Atem. »Kannst du dich vielleicht mal halten?« »Aber...« Ron musterte die Umschläge der Bücher, die sie ihm gereicht hatte. »Diese Fächer hast du heute gar nicht. Nur heute Nachmittag noch Verteidigung gegen die dunklen Künstler.« »Ja«, sagte Hermine nebenbei. Dennoch packte sie alle Bücher in die Tasche. »Hoffentlich gibt's was Gutes zum Essen. Ich sterb vor Hunger«, fügte sie hinzu und schritt davon in die große Halle. »Hast du nicht auch das Gefühl, dass Hermine uns was verheimlicht?«, fragte Ron Harry. Professor Lupin war nicht da, als sie zu seiner ersten Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste kamen. Sie setzten sich, packten ihre Bücher, Federkiele und Pergamentblätter aus und unterhielten sich angeregt, bis er schließlich hereinkam. Lupin lächelte verschwommen und legte seine schmuddelige alte Aktentasche auf das Lehrerpult. Er sah noch immer so schäbig aus, wie sie ihn kennengelernt hatten, jedoch gesünder als im Zug, so als hätte er inzwischen ein paar anständige Mahlzeiten gehabt. »Schönen Tag«, sagte er. »Würdet ihr bitte alle eure Bücher wieder einpacken? Heute haben wir eine praktische Lektion. Ihr braucht nur eure Zauberstäbe.« Ein paar neugierige Blicke wurden getauscht, während sie die Bücher wegpackten. Sie hatten noch nie praktischen Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste gehabt, abgesehen von der unvergesslichen Stunde im letzten Jahr, als ihr damaliger Lehrer einen Käfig voller Wichtel mitgebracht und sie losgelassen hatte. »Alles klar«, sagte Professor Lupin, als alle bereit waren. »Dann folgt mir bitte.« Ratlos, aber gespannt, standen sie auf und folgten Professor Lupin aus dem Klassenzimmer. Er führte sie durch den verlassenen Korridor, und als sie um die Ecke bogen, sahen sie als erstes Peeves, den Poltergeist. Kopfüber in der Luft schwebend, stopfte er das nächstbeste Schlüsselloch mit Kaugummi voll. Peeves sah nicht auf, bis Professor Lupin nur noch einen Meter entfernt war, dann wackelte er mit den Füßen, an denen er gekringelte Zehen hatte, und begann zu singen. »Lusche, lusche, Lupin«, sang er. »Lusche, lusche, Lupin, lusche, lusche, Lupin.« Grob und unbeherrschbar war Peeves zwar fast immer, doch immerhin zeigte er den Lehrern gegenüber meist ein wenig Respekt. Sie blickten rasch auf zu Professor Lupin, neugierig, wie er damit umgehen würde.
Zu ihrer Überraschung war ihm das Lächeln nicht vergangen. »Wenn ich Sie wäre, Peeves, würde ich diesen Kaugummi aus dem Schlüsselloch holen«, sagte er vergnügt. »Mr. Filch wird sonst nicht in Lage sein, zu seinen Besen zu gelangen.« Filch war der Hausmeister von Hogwarts. Ein übel gelaunter, gescheiterter Zauberer, der einen ewigen Krieg gegen die Schüler und auch gegen Peeves führte. Doch Peeves achtete nicht auf Professor Lupins Worte, außer dass er laut und speichelsprühend schnappte. Professor Lupin seufzte leise und zückte seinen Zauberstab. »Das ist ein nützlicher kleiner Zauber«, sagte er zur Klasse gewandt. »Bitte? Seht genau hin.« Er hob den Zauberstab auf Schulterhöhe, sagte »Wadiwasi« und richtete ihn auf Peeves. Mit der Kraft einer Gewehrkugel schoss der Kaugummi aus dem Schlüsselloch und geradewegs hinein in Peeves linkes Nasenloch. Er wirbelte herum und schwebte prustend und fluchend hervon. »Toll, Sir«, sagte Dean Thomas verblüfft. »Danke, Dean«, sagte Professor Lupin und steckte seinen Zauberstab weg. »Gehen wir weiter?« Sie machten sich wieder auf den Weg. Die Klasse warf Professor Lupin zunehmend respektvolle Blicke zu. Er führte sie einen weiteren Gang entlang und hielt vor dem Lehrerzimmer an. »Hinein, bitte«, sagte Professor Lupin, öffnete die Tür und trat beiseite. Das Lehrerzimmer, ein langer, holzgetäfelter Raum, war voll alter, nicht zusammenpassender Stühle. War leer, jedenfalls fast. Professor Snape saß in einem niedrigen Sessel. Er blickte auf, als einer nach dem anderen hereinkam. Seine Augen glitzerten und um seinen Mund spielte ein gehässiges Grinsen. Als Professor Lupin eintrat und die Tür hinter sich schließen wollte, sagte Snape: »Lassen Sie auf, Lupin. Das möchte ich lieber nicht mit ansehen.« Er erhob sich und schritt mit wehendem schwarzen Umhang an der Klasse vorbei. An der Tür drehte er sich auf den Fersen um und sagte: »Vermutlich hat Sie keiner gewarnt, Lupin, aber in dieser Kasse ist Neville Longbottom. Ich kann Ihnen nur raten, ihm nichts Schwieriges aufzugeben, außer wenn Miss Granger ihm Anweisungen ins Ohr zischt.« Neville wurde scharlachrot. Harry starrte Snape zornig an. Schlimm genug, dass er Neville in seinen eigenen Unterricht drangsalierte. Und jetzt tat er das auch noch vor einem anderen Lehrer. Professor Lupin zog die Augenbrauen hoch. »Ich hatte gehofft, Neville würde mir beim ersten Schritt des Unternehmens behilflich sein«, sagte er. »Und ich bin mir sicher, er wird es auf bewundernswerte Weise schaffen.« Nevilles Gesicht lief, soweit dies möglich war, noch röter an. Snapes Lippen kräuselten sich, doch er ging hinaus und schlug die Tür zu. »Nun denn«, sagte Professor Lupin und winkte die Klasse zum anderen Ende des Zimmers, wo nichts war außer einem alten Schrank, in dem die Lehrer ihre Ersatzumhänge aufbewahrten. Als Professor Lupin vor den Schrank trat, fing der plötzlich an, heftig zu ruckeln und krachte gegen die Wand. »Kein Grund zur Beunruhigung«, sagte Professor Lupin gelassen, denn ein paar Schüler waren erschrocken zurückgewichen. »In diesem Schrank steckt ein Irrwicht.« Die meisten schienen nicht recht glauben zu wollen, dass dies wirklich kein Grund zur Beunruhigung war. Neville warf Professor Lupin einen grauenerfüllten Blick zu und Seamus Finnegan starrte wie gebannt auf den ruckelnden Türknopf. »Irrwichte mögen dunkle, enge Räume«, sagte Professor Lupin. »Schränke, den Spalt unter Betten, die Schränke unter Spülen. Ich habe sogar mal einen getroffen, der es sich in einer Standuhr gemütlich gemacht hatte. Dieser hier ist gestern Nachmittag eingezogen und ich habe dem Schulleiter gefragt, ob die Kollegen ihn meiner dritten Klasse zum Üben überlassen könnten.« »Nun, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Was ist ein Irrwicht?« Hermine hob die Hand. »Es ist ein Gestaltwandler«, sagte sie. »Er kann die Gestalt dessen annehmen, wovor wir, wie er spürt, am meisten Angst haben.« »Das hätte ich selber nicht besser ausdrücken können«, sagte Professor Lupin und Hermine strahlte. »Der Irrwicht sitzt also in der Dunkelheit herum und hat noch keine Gestalt angenommen. Er weiß noch nicht, was die Person auf der anderen Seite der Tür Angst macht. Keiner weiß, wie ein Irrwicht aussieht, wenn er allein ist. Doch wenn wir ihn herauslassen, wird er sich sofort in das verwandeln, was wir am meisten fürchten.« »Und das heißt«, fuhr Professor Lupin fort, ohne Nevilles leises entsetztes Keuchen zu beachten, »dass wir von Anfang an gewaltig im Vorteil sind. Kannst du dir denken, warum, Harry?«
Eine Antwort zu versuchen, während Hermine neben ihm auf dem Fußball auf- und abhüpfte und die Hand in die Luft streckte, war ziemlich lästig. Doch Harry hatte einen Einfall. Weil wir so viele sind und ich weiß, welche Gestalt er annehmen soll? Genau, sagte Professor Lupin, und Hermine ließ ein wenig enttäuscht die Hand sinken. Man sollte nie allein sein, wenn man es mit einem Irrwicht aufnimmt. Das bringt ihn durcheinander. Was soll er denn werden, eine kopflose Leiche oder eine fleischfressende Schnecke? Ich habe mal einen Irrwicht gesehen, der diesen Fehler gemacht hat. Wollte zwei Leute auf einmal erschrecken und hat sich in eine halbe Schnecke verwandelt. Einfach lächerlich. Der Zauber, der einen Irrwicht vertreibt, ist einfach, aber er verlangt geistige Anstrengung. Was einem Irrwicht wirklich den Garaus ausmacht, ist nämlich Gelächter. Ihr müsst versuchen, ihn zu zwingen, eine Gestalt anzunehmen, die er komisch findet. Wir üben den Zauber erstmal ohne Zauberstab. Nach mir, bitte. Ridiculus. Ridiculus, sagte die Klasse, wie aus einem Mund. Gut, sagte Professor Lupin. Sehr gut. Aber das war leider nur der leichte Teil. Denn das Wort allein genügt nicht. Und jetzt bist du dran, Neville. Der Schrank fing wieder an zu zittern, allerdings nicht so heftig wie Neville, der einige Schritte vortrat, als ob es zum Galgen ginge. Schön, Neville, sagte Professor Lupin. Das Wichtigste zuerst. Was würdest du sagen, ist es, das dir am meisten auf der Welt Angst macht? Nevilles Lippen bewegten sich, doch kein Wort kam heraus. Verzeih, Neville, ich habe dich nicht verstanden, sagte Professor Lupin gut gelaunt. Neville sah sich mit panischem Blick um, als ob er jemandem bitten wollte, ihm zu helfen, dann sagt er, kaum vernehmlich flüsternd, Professor Snape. Fast alle lachten. Selbst Neville grinste peinlich verlegen. Professor Lupin jedoch war nachdenklich geworden. Professor Snape, Neville, stimmt es, dass du bei deiner Großmutter lebst? Ja, sagte Neville nervös. Aber ich will nicht, dass der Irrwicht sich in sie verwandelt. Nein. Nein, du verstehst mich falsch, sagte Professor Lupin und lächelte jetzt. Ich frage mich, könntest du uns sagen, was für Kleider deine Großmutter normalerweise trägt? Neville wirkte verdutzt, doch er antwortete. Naja, immer denselben Hut, einen hohen mit einem ausgestopften Geier drauf und ein langes Kleid, meist grün und manchmal ein Schal aus Fuchsfell. Und eine Handtasche? Half Professor Lupin nach. Eine große rote. Sehr schön, sagte Professor Lupin. Kannst du dir diese Kleidung ganz genau vorstellen, Neville? Kannst du die vor deinem geistigen Auge sehen? Ja, sagte Neville unsicher, sich offensichtlich fragend, was als nächstes kommen würde. Wenn der Irrwicht aus diesem Schrank fährt und dich sieht, Neville, wird er die Gestalt von Professor Snape annehmen, sagte Lupin. Und du hebst deinen Zauberstab so und rufst Ridiculus und denkst ganz fest an die Kleider deiner Großmutter. Wenn alles gut geht, wird Professor Irrwicht Snape gezwungen sein, mit diesem Geierhut, dem grünen Kleid und der großen roten Handtasche aufzutreten. Die Klasse lachte laut auf. Der Schrank zitterte noch heftiger. Wenn Neville es gut macht, wird der Irrwicht seine Aufmerksamkeit danach wahrscheinlich uns zuwenden, und zwar einem nach dem anderen, sagte Professor Lupin. Ich möchte, dass ihr alle mal kurz überlegt, was euch am meisten Angst macht und euch vorstellt, wie man es zwingen kann, komisch auszusehen. Im Zimmer wurde es still. Harry dachte nach. Wovor hatte er am meisten Angst? Als erstes fiel ihm Lord Voldemort ein. Ein Voldemort, der seine alte Kraft wieder gelangt hätte. Doch bevor er auch nur angefangen hatte, einen möglichen Gegenangriff auf einen Irrwicht Voldemort zu planen, drang ein schrecklicher Gedanke in sein Bewusstsein. Eine verwesende, glibbrig schlimmernde Hand, die unter einem schwarzen Umhang zurückgleitet. Ein unsichtbarer Mund, der mit langen, anhaltenden Rasseln Luft einzieht. Dann Kälte, so durchdringend, als ob er ertrinken würde. Harry schauderte und sah sich um in der Hoffnung, dass niemand das bemerkt hätte. Viele um ihn her hatten die Augen fest geschlossen. Ron murmelte vor sich hin, etwas wie, »Nimm mir die Beine weg!« Harry wusste ziemlich sicher, dass was Ron dachte. Die größte Angst hatte er vor Spinnen. »Seid ihr bereit?« fragte Professor Lupin. Harry spürte, wie ihm Angst die Kehle zuschnürte. Er war noch nicht bereit.
Wie sollte er denn einen Dementor weniger schrecklich aussehen lassen? Doch um Zeit bitten wollte er nicht. Alle anderen nickten und rollten die Ärmel hoch. Neville, wir gehen ein paar Schritte zurück, sagte Professor Lupin. Dann hast du freie Bahn, klar? Ich rufe dann den Nächsten auf. Alle zurücktreten jetzt, damit Neville richtig zielen kann. Sie gingen zurück und lehnten sich gegen die Wand. Neville stand jetzt allein vor dem Schrank. Er sah blass und verängstigt aus. Doch er hatte die Ärmel seines Umhangs hochgekrempelt und hielt seinen Zauberstab bereit. »Ich zähle bis drei, Neville«, sagte Professor Lupin und deutete mit seinem Zauberstab auf den Türknopf des Schranks. »Eins, zwei, drei, jetzt!« Sterne stoben aus der Spitze von Professor Lupins Zauberstab und trafen den Türknopf. Die Schranktüren flogen auf. Hakennasig und drohend trat Professor Snape heraus und richtete seine blitzenden Augen auf Neville. Neville wich zurück, den Zauberstab erhoben und bewegte stumm den Mund. Snape griff in seinen Umhang und ging drohend auf ihn zu. Ridiculous, quiekte Neville. Es gab einen Knall, ähnlich dem Knall einer Peitsche. Snape stolperte. Er trug jetzt ein langes, spitzenbesetztes Kleid, einen turmhohen Hut, auf dessen Spitze ein mottenzerfressener Geier saß, und an seinem Handgelenk schlenkerte eine enorme rote Handtasche. Dröhnendes Gelächter brach aus. Der Irrwicht erstarrte, heillos verwirrt, und Professor Lupin rief: »Parvati, du bist dran!« Parvati trat mit entschlossener Miene nach vorne. Drohend wandte sich Snape ihr zu. Wieder knallte es. Und wo er gestanden hatte, erschien eine blutbefleckte, bandagierte Mumie. Ihr augenloses Antlitz, Parvati zugewandt, begann sie träge schlurfend auf das Mädchen zuzugehen und hob die Arme. »Ridiculous!« schrie Parvati. Am Fuß der Mumie löste sich eine Bandage. Die Mumie verhedderte sich und fiel mit dem Gesicht auf den Boden. Der Kopf rollte davon. »Seamus«, rief Professor Lupin. Seamus schoss an Parvati vorbei. Knall. Wo die Mumie gewesen war, stand eine Frau mit schwarzem Haar, das bis zum Boden reichte, und einem grünlichen, skelettartigen Gesicht. Eine Todesfee. Sie machte den Mund weit auf, und ein Klang wie nicht von dieser Welt erfüllte den Raum. Ein langgezogener, wehklagender Schrei, der Harry die Haare zu Berge stehen ließ. »Ridiculous«, rief Seamus. Die Todesfee machte ein rasselndes Geräusch und griff sich an die Kehle. Sie hatte ihre Stimme verloren. Knall. Die Todesfee verwandelte sich in eine Ratte, die im Kreis umherrasend ihren eigenen Schwanz nachjagte. Und dann, knall, verwandelte sich in eine Klapperschlange, die sich wand und kringelte, bis sie, knall, zu einem blutigen Augapfel wurde. »Er ist durcheinander«, rief Lupin. »Bald haben wir es geschafft. Dean?« Dean trat rasch nach vorne. Krach. Der Augapfel wurde zu einer abgeschnittenen Hand, wie ein Krebs kroch sie über den Bogen. »Ridiculous«, rief Dean. Es gab ein schnappendes Geräusch und die Hand war in einer Mausefalle gefangen. »Glänzend! Ron, du bist dran!« Ron stürzte nach vorne. Knall. Nicht wenige schrien. Eine riesige Spinne, 2 Meter hoch und haarig, krabbelte auf Ron zu und klickte bedrohlich mit ihren Greifzangen. Ein Moment lang hatte Harry den Eindruck, Ron sei erstarrt. Dann »Ridiculous«, bellte Ron, und die Beine der Spinne verschwanden. Sie kullerte über den Boden. Lavender Brown kreischte und lief aus dem Weg, und die Spinne blieb vor Harrys Füßen liegen. Schon hob er seinen Zauberstab. Doch »Halt«, rief Professor Lupin plötzlich und sprang vor. Knall. Die beinlose Spinne war verschwunden. Einen Moment lang schauten sich alle aufgeregt um, wo sie abgeblieben war. Dann sahen sie einen silbern glitzernden, weiße Kugel vor Lupin in der Luft hängen. »Ridiculous«, sagte er fast lässig. Knall. Der Irrwicht landete als Kakerlake auf dem Boden. »Los jetzt! Neville, mach ihn alle!«, sagte Lupin. Knall. Snape war wieder da. Diesmal stürzte Neville mit entschlossener Miene auf ihn zu. »Ridiculous«, rief er. Und für den Bruchteil einer Sekunde sahen sich Snape noch einmal im Spitzenkleid, bis Neville ein lautes, prustendes »Ha!« ausstieß. Und der Irrwicht explodierte in 1000 kleine Rauchwölkchen auseinander und verschwand. »Hervorragend«, rief Professor Lupin. Und die Klasse fing begeistert an zu klatschen. »Sehr schön, Neville. Ihr alle habt eure Sache sehr gut gemacht. Lasst mich kurz überlegen. 5 Punkte für Gryffindor bekommt jeder, der es mit dem Irrwicht aufgenommen hat. 10 für Neville, weil er 2-mal dran war,
und jeweils 5 für Hermine und Harry. Aber ich habe doch nichts gemacht, sagte Harry. Du und Hermine habt meine Fragen zu Beginn des Unterrichts richtig beantwortet, Harry, sagte Lupin gelassen. Ihr wart alle sehr gut. Es war eine hervorragende Stunde. Als Hausaufgabe lest bitte das Kapitel über Irrwichte und schreibt mir eine Zusammenfassung. Bis nächsten Montag. Das ist alles. Aufgeregt, schnatternd verließ die Klasse das Lehrerzimmer. Harry jedoch hatte ein ungutes Gefühl. Professor Lupin hatte entschlossen daran gehindert, es mit dem Irrwicht aufzunehmen. Warum? Weil er gesehen hatte, wie Harry im Zug ohnmächtig geworden war und glaubte, er könne nicht viel verkraften? Hatte er befürchtet, Harry würde wieder zusammenbrechen? Doch von den anderen schien keinem etwas aufgefallen zu sein. Habt ihr gesehen, wie ich die da Todesfee gezeigt habe? Rief Seamus. Und die Hand, sagte Dean und fuchtelte mit seiner eigenen herum. Und Snape mit diesem Hut. Und meine Mumie. Ich frag mich, warum Professor Lupin Angst vor Kristallkugeln hat, sagte Lavender nachdenklich. Das war die beste Stunde in Verteidigung gegen die dunklen Künste, die wir je hatten, oder? Sagte Ron begeistert, während sie zu ihrem Klassenzimmer gingen, um ihre Taschen zu holen. Er scheint ein sehr guter Lehrer zu sein, sagte Hermine anerkennend. Aber ich wünschte, ich wäre auch mal dran gekommen mit diesem Irrwicht. Was wär's für dich gewesen? Sagte Ron glucksend. Eine Hausaufgabe, für die du nur 9 von 10 möglichen Punkten bekommen hättest? Das war schon das Kapitel. Kapitel 7 haben wir jetzt auch geschafft. Ich hoffe, ein paar von euch sind noch wach. Und hat euch das Kapitel gefallen? Ich schau mal in den Chat. Ah, sind noch ein paar dazugekommen. Hallo an alle, die jetzt gerade noch da reingekommen sind. Kann ich dich grüßen, Veronika? Ja, natürlich. Ich hoffe, es geht dir jetzt besser. Du kannst alle 5 Minuten nichts mehr hören im Stream. War das jetzt nur bei dir so oder ging es anderen Leuten auch so? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du hattest. Also, ich hoffe nicht, dass du Probleme hattest, aber ich hoffe dann in dem Fall nur du. Kam zu lange nichts anderes. Ja, hast du recht. Also, ich habe halt einen Monat leider Pause gemacht, weil ich keine Zeit hatte, leider. So sehr mir das Spaß macht, so sehr ich das oder so gerne ich das mache, muss ich manchmal halt, habe ich manchmal halt Sachen, die ein bisschen dringender sind für die Uni. War das schon so lange? Ja, ich hoffe, es hat sich jetzt gelohnt. Okay, wenn es bei euch alles gut war, ist ja super. Dann war es nur einer. Das kann natürlich auch sein, dass man das Handy ein bisschen spinnt oder das Internet oder so. Ist natürlich nervig, aber. Noch ein Kapitel. Also wir machen ja meistens 2 Kapitel. Ich kann mal gucken, wie lang das nächste ist. Wenn das ganz kurz ist, können wir das noch machen. Aber. Was denn hier? Na, das nächste ist auch nochmal ein bisschen länger als das, was wir gerade hatten. Das schaffe ich jetzt nicht mehr so. Aber wir können noch ein paar Seiten lesen. Damit ihr einschlafen könnt dabei. Kapitel 8 heißt das, die Flucht der fetten Dame. Könnt ihr einfach noch ein paar Seiten lesen. Aber nicht allzu lange. Ein paar Minuten noch. Ist auch bald ins Bett. Freut mich, dass dir gefällt. Oder euch. Das ist ein Familienabend. Wie gesagt, ich lade gleich den Stream wieder hoch. Wenn wir
zu Ende machen, also das beenden. Und dann könnt ihr ja den Stream nochmal von vorne angucken. Wenn ihr jetzt etwas später gekommen seid, dann könnt ihr auch einfach so vorspulen zu den Kapiteln. Und müsst nicht so warten. Okay, ich schau mal, wann ich, also der Stream geht gleich online. Direkt nach dem Stream ist quasi das Video draußen. Das könnt ihr euch dann anschauen. Das dauert nur 5 Minuten. Und dann mache ich ja, weil wir 2 Kapitel lesen, mache ich wieder Videos draus. Und die kommen dann so. Am Sonntag kommt eins. Und dann, je nachdem, ob wir nochmal einen Stream machen, der nächste Sonntag auch. Oder wir machen einen Stream. Genau. Also zumindest die 2 Kapitel, die wir heute gemacht haben, könnt ihr dann nochmal anhören, weil, wenn ihr jetzt später gekommen seid oder einfach nochmal Lust habt. Ihr könnt natürlich auch die anderen Videos angucken, die auf dem Kanal sind, oder wenn ihr jetzt Quereinsteiger seid, von vorne anfangen bei dem Buch. Oder beim ersten Buch. Wobei, das erste Buch. Ich schaue ja meine eigenen Videos nicht an. Das kann ich nicht, aber so, weiß nicht. Bin nicht mehr so zufrieden mit den ersten 2 Büchern, vor allem mit dem ersten. Aber gut, wenn man anfängt mit sowas, dann ist natürlich klar, dass es am Anfang nicht so toll ist. Oder was heißt nicht so toll? Ausbaufähig. Verbesserungswürdig. Fängt ja keiner als Profi an. Aber naja, jetzt von vorne nochmal das erste Buch aufnehmen, wäre jetzt auch so viel. Machen wir lieber das dritte Buch fertig. Und dann mit dem nächsten weiter. Ja. Genau, und Stream machen wir dann Sonntagabend. Habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Wieder so selbe Uhrzeit, so 8:30 ungefähr. Ja, ich mache dann hier auch nochmal so einen Post bei YouTube und bei Instagram, dann seid ihr up to date. Könnt gerne auf Instagram auch folgen. Ich kann es gerade mal reinposten. Moment, muss ich kurz suchen. Instagram. Na, wo haben wir es denn? Da. Was? Ich habe jetzt da schon eine Weile nichts mehr gepostet, aber da mache ich immer eine Story oder einen Beitrag. Könnt ihr dann folgen. Ansonsten seht ihr es ja auch auf YouTube, wenn was kommt. Ihr könnt ja auch abonnieren, könnt auch gerne den Stream noch liken. aber ja, wenn ihr abonniert und diese Glocke anmacht, dann wird er mehr Leuten angezeigt. Und ihr kriegt eine Benachrichtigung dann. Hörst du jeden Tag? Das freut mich. Kann man das auch ohne Registrierung anhören? Also so bei Instagram weiß ich gar nicht. Ich glaube, da musst du ein Instagram-Konto haben. Aber auf YouTube mache ich auch einen Post und eine Story und dann solltet ihr das auch damit bekommen. Genau. Also ich sage euch auch vorher Bescheid, aber halt, behaltet es mal so am Sonntagabend im Kopf. Vor 8 machen wir es eigentlich eh nie so. 8 und 9 fangen wir meistens an. Fandest auch die anderen Bücher super? Ja, dann ist ja gut. Ein paar Leuten hat es ja gefallen. Danke, freut mich. Ja gut, ich mache gleich nach dem Stream, wir machen jetzt noch ein paar Seiten. Wir machen jetzt nicht das ganze Kapitel, so ein paar Seiten machen noch, dann können wir dazu einschlafen. Und dann ein paar Minuten, nachdem der Stream beendet ist, könnt ihr den Stream als Video angucken. Dann könnt ihr da ja so rum, also das erste oder zweite Kapitel, was wir jetzt gelesen haben heute, könnt ihr dann anhören. Also es ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt zu spät seid, könnt ihr von vorne anhören. Genau. Dann machen wir jetzt noch ein paar Seiten, so bis um 9:30 vielleicht. Ja, einfach ein paar Seiten. Könnt ihr jetzt einschlafen dazu. Und ansonsten, wie gesagt, nach dem Livestream das Video angucken und die 2 Kapitel nochmal. Wenn ihr jetzt später reingekommen seid. Die Flucht der fetten Dame. Im Handumdrehen war Verteidigung gegen die dunklen Künste das Lieblingsfach aller Schüler geworden. Nur Draco Malfoy und seine Clique von den Slytherins ließen sich gehässig über Professor Lupin aus. »Schaut euch doch mal seine Umhänge an«, sagte Malfoy, unüberhörbar flüsternd, wenn Professor Lupin vorbeiging. »Der zieht sich ja an wie in unser alter Hauself.«
Doch niemand sonst kümmerte es, dass Professor Lupin geflickte und ausgefranste Umhänge trug. Die weiteren Unterrichtsstunden bei ihm waren nicht weniger spannend als die erste. Nach den Irrwichten lernten sie die Rotkappen kennen, fiese kleine koboldartige Kreaturen, die überall dort herumlungerten, wo Blut vergossen worden war. Sie versteckten sich in den Kerkern von Schlössern und in den Sprenglöchern verlassener Schlachtfelder und verprügelten alle, die sich dorthin verirrten. Nach den Rotkappen kamen die Kappas, grausige Wasserbewohner, die wie schuppige Affen aussahen und Hände mit Schwimmhäuten hatten, die es nur danach juckte, diejenigen zu erwürgen, die in ihren Tümpeln umherwarteten. Harry war glücklich gewesen, wenn es ihm in den anderen Fächern ebenfalls gut gefallen hätte. Am schlimmsten war der Zaubertrankunterricht. Snape war dieser Tage ausgesprochen rachsüchtig gelaunt und der Grund dafür war kein Geheimnis. Die Geschichte von dem Irrwicht, der Snapes Gestalt angenommen hatte und von Neville in die Sachen seiner Großmutter gesteckt worden war, hatte sich wie ein Lauffeuer im Schloss verbreitet. Snape fand das offenbar nicht komisch. Seine Augen blitzten drohend bei jeder Erwähnung von Professor Lupin und Neville drangsalierte er schlimmer denn je. Harry empfand auch wachsend Abscheu vor den Stunden, die er im stickigen Turmzimmer von Professor Trelawney mit der Deutung von schrägen Figuren und Symbolen zubrachte. Dabei musste er noch versuchen, sich nicht von Professor Trelawneys Tränen rühren zu lassen, die er jedes Mal in die riesigen Augen traten, wenn sie Harry dann sah. Professor Trelawney konnte er einfach nicht leiden, während viele andere ihr Hochachtung oder gar Verehrung entgegenbrachten. Parvati Petal und Lavender Brown stürmten jetzt in der Mittagspause regelmäßig hoch in den Turm und kamen immer mit einem überlegenen Gesichtsausdruck zurück, der einem lästig werden konnte, gerade so, als ob sie Dinge wüssten, von denen die anderen keine Ahnung hatten. Außerdem sprachen sie nur noch mit gedämpfter Stimme zu Harry, als würde er schon auf dem Totenbett liegen. Pflegemagische Geschöpfe mochte keiner mehr. Nach der dramatischen ersten Stunde war der Unterricht todlangweilig geworden. Hagrid schien sein Selbstvertrauen verloren zu haben. Stunde um Stunde verbrachten sie jetzt damit, Flubberwürmer zu pflegen, die zu den fadesten Geschöpfen überhaupt zählen mussten. »Warum sollte sich überhaupt jemand die Mühe machen, sich um sie zu kümmern?«, sagte Ron, nach einer weiteren Stunde, in der sie kleingehackte Salatblätter in die schleimigen Kehlen der Flubberwürmer gestopft hatten. Anfang Oktober jedoch fand Harry etwas, das ihn beschäftigte und ihm so viel Spaß machte, dass er den staubtrockenen Unterricht vergaß. Die Quidditch-Saison sollte bald beginnen und Oliver Wood, der Kapitän der Gryffindor-Teams, rief sie eines Donnerstags zusammen, um die Taktik für die kommende Spielzeit zu erörtern. Eine Quidditch-Mannschaft besteht aus 7 Spielern, aus 3 Jägern, deren Aufgabe es ist, den Quaffle, einen roten, fußballgroßen Ball, durch die in 15 Meter Höhe auf Stangen an beiden Seiten des Spielfelds angebrachten Ringe zu werfen. 2 Treibern, die mit schweren Schlägern ausgestattet sind, um die Klatsche abzuwehren, 2 schwere schwarze Bälle, die durch die Luft sausen und die Spieler angreifen, einem Hüter, der die Tore verteidigt, und dem Sucher, der die schwierigste Aufgabe hat, nämlich den goldenen Schnatz zu fangen, einen winzigen geflügelten Ball von der Größe einer Walnuss, dessen Fang das Spiel beendet und dem Team des Suchers 150 Punkte extra einbringt. Oliver Wood war ein stämmiger 17-Jähriger, inzwischen im 7. und letzten Schuljahr Hogwarts. An jedem Donnerstagabend im kalten Umkleideraum draußen am Spielfeldrand, als er vor die anderen 6 Spieler seines Teams trat, war eine Spur von Verzweiflung aus seiner Stimme herauszuhören. »Das ist unsere letzte Chance, meine letzte Chance, den Quidditch-Pokal zu gewinnen«, erklärte er, während er vor dem Team auf und ab schritt. »Ende des Jahres gehe ich von der Schule, noch eine Gelegenheit kriege ich nicht.« Gryffindor hat jetzt seit 7 Jahren nicht mehr gewonnen. »Und schön, wir hatten tatsächlich schlimmes Pech, Verletzungen und dass das Turnier letztes Jahr auch noch abgeblasen worden.« Wood schluckte, als ob ihm die Erinnerung immer noch wie ein Kloß im Hals steckte. »Aber wir wissen auch, dass wir verdammt nochmal beste Team der Schule sind«, sagte er. Dabei schlug er mit der rechten Faust in die linke Handfläche und in seinen Augen erschien wieder das alte, manische Glimm. »Wir haben 3 erstklassige Jägerinnen«, Wood deutete auf Alicia Spinett, Angelina Johnson und Katie Bell. »Wir haben 2 unschlagbare Treiber.« »Hör auf, Oliver, du machst uns ganz verlegen«, sagte Fred und George und taten so, als würden sie sich schämen. »Und wir haben einen Sucher, der noch jedes Spiel für uns gewonnen hat«, donnerte Wood und starrte Harry mit einer Art grimmigem Stolz an. »Und mich«, fügte er noch hinzu, als wäre es ihm gerade eingefallen. »Du bist auch ganz toll, Oliver«, sagte George,
Als hüte ein Ass, sagte Fred. Die Sache ist die, fuhr Oliver fort und fing wieder an, auf und ab zu schreiten. Der Quidditch-Portal hätte in den letzten beiden Jahren unseren Namen tragen müssen. Seit Harry dabei ist, denke ich immer, wir hätten das Ding eigentlich schon in der Tasche. Aber wir haben es nicht geschafft und jetzt haben wir die letzte Chance, endlich unseren Namen auf diesem Pokal zu sehen. Wood schien so niedergeschlagen, dass selbst Fred und George ihn mitleidig ansahen. Oliver, das ist unser Jahr, sagte Fred. Diesmal packen wir es, Oliver, sagte Angelina. Ganz klar, sagte Harry. Voll Entschlossenheit begannen sie zu trainieren, drei Abende die Woche. Allmählich wurde es kälter und regnerischer, und es wurde immer noch früher dunkel. Doch weder Schlamm, Wind noch Regen konnten Harry aus dem wunderbaren Traum reißen, endlich einmal den riesigen silbernen Quidditch-Pokal zu gewinnen. Eines Abends nach dem Training kehrte Harry steif gefroren, doch höchst zufrieden mit dem Training ins Schloss zurück. Im Gemeinschaftsraum der Gryffindors herrschte ein aufgeregtes Summen. »Was denn hier los?« fragte Ron und Hermine, die in zwei der besten Sessel am Kamin saßen und an ihren Sternkarten für Astronomie arbeiteten. »Das erste Wochenende in Hogsmeade«, sagte Ron und deutete auf den Zettel, der am ramponierten alten Notizbett aufgetaucht war. »Ende Oktober, an Halloween.« »Klasse«, sagte Fred, der Harry durch das Porträtloch gefolgt war. »Ich muss Zonko, meine Stinkkügelchen sind fast alle.« Harry ließ sich in den Sessel neben Ron fallen. Sein Hochgefühl versandete rasch. Hermine schien seine Gedanken lesen zu können. »Das nächste Mal kannst du dann sicher mitkommen, Harry«, sagte sie. »Sie werden Black bestimmt bald fassen. Er wurde ja schon gesehen.« »Black ist nicht so bescheuert, in Hogsmeade Ärger zu machen«, sagte Ron. »Frag doch McGonagall, ob du dieses eine Mal mitkommen kannst. Wer weiß, wann wir wieder dürfen.« »Ron«, sagte Hermine, »Harry soll in der Schule bleiben.« »Ich kann doch nicht der einzige Drittklässler sein, der nicht mit darf«, sagte Ron. »Frag McGonagall, mach schon, Harry.« »Ja, vielleicht hast du recht«, sagte Harry nachdenklich. So. Dann wünsche ich euch mal eine gute Nacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Und wir sehen uns dann Sonntag. Nächstes Kapitel. Ich hoffe, ihr könnt alle schön einschlafen jetzt. Und wenn ihr nochmal einen Teil anhören möchtet, dann könnt ihr ja den Stream angucken. Der geht in 5 Minuten online. Könnt ihr die letzten beiden Kapitel, die wir heute gemacht haben, noch anhören. Und genau. Oder euch, wenn ihr die noch nicht angehört habt, die ersten 2 Bücher oder die Kapitel des 3. Buchs, die schon draußen sind, anhören. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schlaft alle gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gute Nacht. Nächster Livestream ist dann voraussichtlich Sonntagabend. Ich mache aber nochmal einen Post hier. Gute Nacht.